Herzlich willkommen hier in meinem Stream. Wir reagieren auf Seven vs. Wild. Jetzt schon Folge 11. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wie immer, fast vergessen, was letzte Woche alles passiert ist. Und ich würde sagen, wir verschwenden nicht weiter Zeit und gehen wieder hoppladihopp ins Video. Let's go. Abenteuer und Wildniswandern verlangen eure Haut einiges ab. Und damit ihr nicht so aussieht wie nach 14 Tagen Kanada, habe ich hier was für euch. Die Hydra Energy Serie von L'Oréal Paris Men Expert, der heutige Partner der Folge. Wow, Leute, sorry, dass ich unterbreche, aber das ist echt geil. Das hier müsst ihr euch holen, wenn ihr ein Mann seid, holt euch dieses Shampoo. Krass, was ein Zufall. Ich hab das und ich lieb das. Ich lieb diesen Duft. Der ist voll mit Chemie. Bis oben hin, volle Latte. Danach, keine Ahnung, wächst kein Pilz mehr auf eurem Körper. Ihr bekommt irgendwelche komischen Flecken. Nee, Quatsch, Spaß. Ich will die Werbung nicht kaputt machen. Nee, wirklich. Ich vertrage das Shampoo. Soll ja Menschen geben, die haben Probleme damit. Aber vom Geruch her, wow. Richtiges Brett. Merkt's euch. Kann ich wirklich auch weiterempfehlen. Die Cremes hier, eine von denen habe ich auch geschenkt bekommen. Die finde ich nicht so geil. Die hat irgendwie so ein bisschen Film hinterlässt, die auf der Haut. Ich mag halt Sachen, die einziehen und weg sind. Ja, hier ist ein bisschen viel Zeugs drin. Ja. Also ich nehme auch wenig Shampoo, muss ich sagen. Ich bin da nicht so ein Typ. Aber ich will nicht zu viel reden, ich babbel wieder zu viel. Aber das hier kann ich empfehlen. Das Duschgel ist der Startschuss. Damit frischt ihr euch erstmal richtig auf. Dann kommt das kühlende Reinigungsgel für den ultimativen Frischekick am Morgen. Perfekt für deine Bedürfnisse und Gesichtspflege abgestimmt. Anschließend kommt die Nummer 1 in Deutschland für Männergesichtspflege. Koffein, Vitamin C und 24 Stunden Feuchtigkeit. Außerdem, für alle, die raus müssen, gibt es seit 2023 die Hydra Energy Serie mit Lichtschutzfaktor 15. Perfekt für alle Sonnenkrieger unter euch. Und wenn ihr mal nicht genug Schlaf abbekommen habt, dann haut euch den Augenroller auf. Der hat Vitamin C und Koffein gegen Augenringe und Falten. Da ist gar kein Kaffee mehr am Morgen nötig. Damit habt ihr eure Pflegeroutine im Griff und seid ready fürs Abenteuer. Q10 ist nachweislich das einzige Mittel, was gegen Falten etwas unternimmt. Egal, wo es euch hinzieht. Also holt euch die Hydra Energy. Kann man mit Nahrungsergänzungsmitteln nehmen und natürlich auch mit so einer Creme oder so einem Roll-On-Stift. Energy-Serie von L'Oréal Men Expert. Aber, real fact, meine Falten hier oben, die habe ich schon seit meinem, keine Ahnung, schon immer. Ohne Scheiß, ich habe schon immer Falten gehabt hier oben. Das ist nur ein bisschen tiefer geworden, aber da waren die schon immer. Oh ja, stimmt, der Krebs. Stimmt. Seht ihr das, was das an Energie geben wird? Seitdem wir das Wasser trinken, eigentlich wenig, aber ist es uns schlecht und ich hab's auch dran. Da ist noch einer! Guck mal, so eine geil. Schmale Scholle! Das war geil, ja, Mann. Ey, dieser Ort ist schön. Wo er sitzt, ist schön, weil wie heißt der nochmal? Ich vergesse so schnell Namen. Komm, hilf mir. Da beißt nichts an. Jan? Nee. Nicht Jan. Da. Ausgesetzt in der Wildnis von Kanada kämpfen 7 Zweierteams 14 Laken? Bettlaken? Tage ums Überleben. Mit stark begrenzter Ausrüstung müssen die Teams sich alleine gegen die unerbittliche Natur behaupten. Jawohl! Zusammenhalt und gemeinsam getroffene Entscheidungen bestimmen über Sieg oder Niederlage. Pass auf! Keine Kamerateams, kein Kontakt zur Außenwelt und nur ein Ziel. 14 Tage überleben. Willenskraft! Wie Wolf! Jedes Mal. Du kannst dich nicht bewegen. Wenn wir jetzt zu euch sagen, wir gehen zurück, dann war's das. Alter, ich bin gerade psychisch das erste Mal so richtig, boah. Das ist eine Scheiße. Das ist die krankste Scheiße, die ich in meinem Leben je gemacht habe. Mental knallt's gerade, ey. Ist richtig geil, der Spot. Ja! Hey, Bier! Das Bärenspray wird jetzt mal ein bisschen gelockert hier vorne. Das ist gestört, krank hier lang zu gehen. Hilfe! Hey, Bär! Ho, Bär! Boah, ist das rough, ey! Fuck! So eine Scheiße, das ist so krass, ja. Come on! Yeah! Ihr könnt stolz auf uns sein. Wir zeigen euch,
survival. Seven versus Wild Teams. Ah, die Füße hochlegen wie Chef, Alter. Bin Chef hier zu Hause. Ja, geil. Ah, herrlich. Zurück am Shelter. Schön. Schön, ja, schön. Jedes Mal die Box zu machen. Wir lassen sie immer offen. So, funktioniert. Ja, jetzt hört ihr das Rauschen von meinem Rechner. Ich habe hier ein bisschen den Radius von meinem Mic vergrößert. Jetzt hört ihr rein theoretisch auch einen Furz von irgendwelchen Schaben, die hier rumkrabbeln. Jetzt drauf. Echt? Boah. Das ist Zweckentfremdung. Wir haben unsere Vorrichtung gebaut. Hier hinten haben wir das Dreckswasser. Das wird gleich abgekocht mit den Steinen, die hier liegen. Dann wird das Wasser hier reingefüllt. Da wird es dann einmal ein bisschen gefiltert, damit ein bisschen die Kohle und der Scheiß raus ist. Dann kommt es hier rein. Da tun wir gleich Maggi rein und dann machen wir uns eine richtig geile Brühe. Wir haben hier ein bisschen Holz vorbereitet. Hier der Start ist hier immer zu sehen. Dann tun wir immer größer und größer. Sieht professionell aus. Sieht krass aus, ne? Ja, echt. So. Das ist ein bisschen krampfig. Wir müssen halt leider mit der Buschbox arbeiten. Sonst hätten wir halt ein größeres Feuer schon längst. Ja, es wäre viel einfacher, mehrere Steine zu erhitzen und die Buschbox. Viel einfacher. Und so müssen wir die jetzt halt so krampfig reinlegen. Und dann müssen wir irgendwie unten Feuer rein. Krampfig wieder rausholen irgendwie. Ja, krass, Alter. Giga krampfig. Aber wir kriegen das hin. So, hier hatten wir gestern, hatte ich schon angefangen, hier eine Schale draus zu machen. Das werde ich heute weitermachen. Aber ich habe das letzte Mal null angeschnitzt. Ich werde das vielleicht ein bisschen mit dem Messer jetzt noch anschnitzen. Das, ich habe gleich gezeigt, hier. Das habe ich gestern schon reingebrannt mit Kohle und Pusten. Ich werde das jetzt noch ein bisschen schnitzen, dass die Kohle besser reinkommt und das Holz mehr angreifen kann. Und am Ende machen wir dann irgendwie hier einen Schnitt mit der Säge, auch wenn das anstrengend wird. Dann haben wir eine schöne Schale. Ich bin immer noch dafür, fang erstmal einen Fisch, bevor du anfängst, da am Holz irgendwas rumzuschnitzen. So, wir machen jetzt Brühe damit. Das ist heiß. Ey, geil, Leute, ich habe alte Zeltlager, Feuerwehrzeltlager-Bilder gefunden. Ewig alt, ich habe mir nämlich hier so ein, steht ja da unten, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es schon mal gezeigt, so ein Dia-Scanner gekauft. Und richtig cool, da könnt ihr eure alten Dias und Dia und Negative, digitalisieren. Ist halt cool, das dann immer auf dem Handy zu haben und für die Ewigkeit abgespeichert zu haben. Kann ich weiterempfehlen. Das ist echt gut, so ein Teil. Genug für Brühe. Wow, jetzt kocht das. Fass mal rein ins Wasser. Also wenn du sagst, das sind 60 Grad, dann bist du ein scheiß Labersack, Alter. Es ist sehr heiß. Es ist sehr heiß. Es ist heiß genug. Es siedelt immer noch auf dem Stein. Das ist ein krasses Zeichen. Obwohl der Stein jetzt schon so lange drin ist. Mehr. Gib ihm. Nicht auf meine Hände, bitte. Ja, schönes Mikroplastik mit rausspülen. Ja. Ist das heiß? Schön heiß. Das, kocht. Das ja. Ist richtig ja, heiß, Max. Super. Geht bestimmt kein Mikroplastik raus. So, da kommt jetzt unser gefiltertes Wasser raus. Ah ja, super. Sieht ja gut aus. Ein bisschen aus. Gefiltert zumindest. Zumindest so gefiltert, weil hier drin ist überall Asche von den Steinen. Ganz ekelhaft und Dreck und Sand. Und Holz, dass das raus ist. So, ein bisschen weiter ausgekerbt. Damit da gleich die Kohle reinkommt. Ich finde die Konstruktion toll. Wir haben keinen Wasserfilter. Fritz und Martin gehen einfach an den braunen Fluss und trinken daraus. Ist fertig getropft. Ja, wir trinken. Unsere Brühe ist fertig. Ihr seid halt blöd gewesen, muss man ganz klar sagen. Es war ein Fehler. Ich würde gerne erstmal schauen, war ein Fehler. Die ist schön warm. Das ist unsere erste warme Brühe. Nicht auskippen. Warum nimmst du sie in einer Hand und läufst da so komisch rum? Wow. Warum machst du das? Ich trinke jetzt, okay? Ja. Boah, der Rauch zieht immer hier zu dir rüber. Oh, was machst du? Trimax wird verrückt. Was immer. Brühe. Braun und Grün. Braun und Grün ist angekommen. Shake das noch mal ein bisschen da drin rum. Das ist toll. Ist toll? Mhm. Schmeckt ein bisschen. Der ist noch ein bisschen fester, der Alter, wo wir es reingefüllt haben. Shake ja, ein bisschen. Ich weiß, aber was soll ich da machen? Wenn du so im Kreis schütteln, wie man es macht, ja, so. Nicht so komisch. Das wird nicht mehr. Okay, ich wusste nicht, dass du nicht kannst. Trink einfach. Ist sie intensiv genug? Die Brille beschlägt. Ich weiß nicht, du kannst auch gleich gerne mal probieren. Ich würde sagen, ja. Und? Toll. Schmeckt gar nicht. Schmeckt ich will auch nochmal. Ey, die Situation ist so surreal. Wir sitzen hier in einem ultra dichten Nebel. Alles ist in dichten Nebel gehüllt. Am offenen Pazifik. In fucking Kanada.
sind überall und kochen uns Knorr und Maggi-Brühe mit braunem Sumpfwasser. Ohne Kochtopf. Ja, das ist lustig. Mehr wollte ich. Das war alles, was ich von Seven vs. Wild wollte. Ja. Ich hab's auch, ich hab's gerockt. Ich bin so zufrieden. So hält man's auch. Ey, wahrscheinlich sind ja wieder, es sind super viele am Play. Man kann viele Sachen besser machen. Vielleicht konnten wir noch diese roten Beeren essen. Vielleicht sind das echt unreife Blaubeeren. Vielleicht gab's hier eine essbare Pilzform. Vielleicht hättet ihr den Frosch gegessen. Keine Ahnung. Da kennen wir uns nicht aus. Wir haben uns nicht auf den Sumpf vorbereitet. Aber wir sind super happy. Wir sind super happy, wie es bisher läuft für uns. Ja, so wie eine immerhin länger als Fritz und Madden ausgehalten, ne? Muss man sagen. Riesenportion Brühe. Team Bauen und Brühen. Und Brühen, Team Bauen und Brühen. Das tun wir den ganzen Bauen Tag. Und Brühen, Bauen und Brühen, Bauen und Brühen, Bauen und Brühen. Mhm. Schade, ich dachte, du machst mit. Auf gar keinen Fall, das mache ich nicht. Das ist bisher der geilste Abend. Ich glaube, so gut wie jetzt ging es uns seit der Aussetzung... Seven vs. Wild! Seit der Aussetzung ging es bisher uns noch nicht so gut wie jetzt. Aber es wurmt mich unglaublich, dass wir keine Fische kriegen. Selbst wenn da hinten 600 Meter in die Mangroven rein ein perfekter See zum Angeln wäre, das ist lebensmüde, da lang zu laufen. Was macht die Hütte? Mal schauen. Bin gespannt. Oh! Wow! Das war hart, oh. Alter. Das war hart. Ja, das ist schon... doch Jan, gell? Boah! What the fuck? Was war so das geil. Für ein Flip? So ein Insider. Vorwärtsseite mit einer halben Schraube. Also vorwärts... genau. Barani nennen wir das. Verstehen. Im Fachjargon. Nicht schlecht. Oh. Trotz der, sag ich mal, schon ich meine, der campt, weil ja. Kein Essen haben wir. Ist er in der Lage, hat trotzdem diese auf. Überschläge zu machen. Oder? Ja, bin mal gespannt, wie lange das noch geht mit den Saltos. Aber gut, bin froh, dass das heute gut gegangen ist. Schönes Bild. Wow. Also wenn die nicht alle rausfliegen, dann geht das, also wenn jetzt, sagen wir mal, die bleiben drin bis zur 14. Folge, also bis zum Tag 14, boah, da können wir uns aber noch ganz schön lang Seven vs. Wild reinziehen, ne? Aber bin mal gespannt, also ich denke nicht, dass bis zum Ende einer durchgehalten hat. Also ich glaube auf FreeWee oder sowas, wie das heißt, wie auch immer, da läuft es ja schon länger, ne? Und irgendwie ist das, glaube ich, schon fertig oder so, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das müsste ja eigentlich heißen, dass es früher aufhört, glaub ich. Gute Nacht. Noch ein Tag geschafft. Ja. Tag 5 haben wir rum. Wir gehen jetzt pennen. Hier in unserer Strand-Luxusvilla. Mal gucken, wie morgen Tag 6 wird. Ich hoffe, ein bisschen besser für mich. Aber ja, jetzt gute Nacht. Wow, so schön. Ihr seht immer am Grinsen, Alter. Genauso wie das andere Team mit Hanna und Affe. Hast du geschlafen? Guten Morgen. Gut. Du? Ja, gut, gut, gut. Oh, der hat einen schönen, dicken, weißen Pickel auf der Nase. Links Knossi. Wir freuen uns sehr, weil ich bin heute nach Pinkeln gegangen. Ich gehe raus. Du hast gar nichts gemerkt, gell? Nee. Ich gehe raus, da vorne, wie immer, und es regnet. Regnet mich richtig an. Und ich denke, wie es regnet. Bin hier raus, hat geregnet. Unser Shelter ist dicht. Dicht. Krass. Krass. Es hat geregnet und nichts ist nass geworden. Man sieht es noch woanders. Da ist alles noch nass. Auf der Kiste ist alles nass. Wir sind einfach trocken. Wir sind einfach trocken. Wow. Was ist passiert? Oh nein, Sascha. Fischen.
Richtig im Modus, seh den Schwarm. Dachte, ich muss uns das Essen rausholen. Stürzt sie richtig rein. Spinnt? Oh, fuck. Oh mein Gott. Alles nass. Sascha. Bist komplett bis hierher durchnass. Und genau heute ist es so kalt, Alter. Fuck. Oh, shit. Mach Feuer an. Gut. Scheiße, Alter. Ja? Ja, der hat ja das Wasser, der Kalium, ne? Kalium haben sie da. Und die machen da ja nur so eine kleine Messerspitze rein. Also für die, die vielleicht die letzte Folge verpasst haben oder sowas, wiederhole ich es einfach nochmal. Ich glaube, der hat Kalium vom Heer, also von der Bundeswehr, von der österreichischen Bundeswehr, sage ich mal so, von der Armee. Und die haben dem da so ein bisschen Zeug mitgegeben. Und das desinfiziert die Wunden sehr gut anscheinend. Knossl kümmert sich jetzt ums Feuerholz. Ja, Feuer, ja, genau. Oh ja, ist gut, dann kann er trocknen und dann ist auch wieder kuschelig. Ich spalt alles. Spalt alles. Sachen werden dann aufgehangen. Was für Süßes. Dann schau mal, wie gut das trocknet. Menschenskind, Sascha. Aber stell mal vor, du wärst wirklich mit dem Kopf auf so eine Klippe gefallen. Mhm. Wahnsinn. Wir gehen nicht mehr alleine. Wir gehen nicht mehr alleine. Ja, wir trocknen das jetzt da. Für die Schuhe brauchen wir noch eine bessere Lösung. Die müssen wir noch auf dem Stock aufspießen und verkehrt umdrehen, damit das Wasser auch abfließen kann. Aber die Hosen werden relativ schnell trocken. Die Socken so mittel und die Schuhe ganz schwierig. Das wird ganz schwierig. Sam vs. Wild, Staffel 3 ist eine lange, lange Reise. Bleiben wir einfach. Machen das erstmal hier alles wieder trocken. Du kannst nirgends hingehen sonst. Es ist Körperwärme, muss jetzt regeln. Wir ziehen durch, wir halten durch. No fucking excuses, wir ziehen wirklich durch. Wir ziehen durch. Krank werden darf nicht passieren. Wir sind jetzt ein paar Stunden out of the order. Wir müssen jetzt hier drin bleiben und richtig uns erwärmen. Ja. Mit Kuscheln, mit alles. Komm her. So goldig, ey. So, heute ist mal deutlich kälter. Oh. Zuerst mal. Was haben die beiden vor? Die wollten doch nicht mehr so weit laufen. Bin gespannt, ob sie vielleicht doch nochmal laufen. Habe ich Jacke an, T-Shirt, Schlauchschal und Mütze. Wir hoffen, dass es nicht regnet. Wir nehmen nicht unsere Regenjacken mit. Wir gehen jetzt wieder da lang, wo wir gestern nicht weiterkamen, weil es da so steil runterging. Aber es ist gerade Ebbe, das heißt, wir können unten an den Steinen langlaufen und wollen mal da ganz hinten um die Ecke gucken. Und ich meine auch bei der Aussetzung war ganz weiter hinten um die Ecke so ein Riff, wo so 20, 30 Seelöwen gechillt haben. Und ihr wollt jetzt einen Seelöwen. Wir trinken ja hier dieses Drecksflusswasser. Und es ist Alter. So kalt draußen, wenn ich da drin meine Hand halte, dann wärmt meine Hand sich auf. Okay. Ja, das stimmt. Haben wir schon gesagt mal? Meine Hand wärmt sich in dem Wasser auf. Das ist ein Fluss. Das ist ein Fluss. Der soll nicht wärmer sein als draußen, wenn es kalt ist. Der ist richtig das warm. Ist so ekelhaft. Der ist richtig warm. Fuck, wie geht Max. Rumatra ab? Also ey. Wirklich, ist, also wir hatten keinen Tag. Kein Tag war wärmer. Selbst als wir hier 15 Grad oder so hatten, war es hier wärmer als dieser Fluss. So, das ist der, so. Der Mikroporte-Strang. Mikroporte-Streifen. Der letzte. Also von dem Streifen, wir haben glaube ich nur noch einen Streifen ja, oder so. Ja, nur noch wenig. Plopp. Einmal rein. So, lassen wir das hier stehen. Wir haben am ersten Tag zwei in eine volle Flasche gemacht. Jetzt machen wir 1 Liter, eine Tablette, wie vorgeschrieben. Ist der Streifen echt leer? Ist leer. Scheiße, der geht dann doch schneller leer als gedacht. Hä? Ey, das war nur Bonus, dass wir mit... Hä, das kann man doch ausrechnen. Wie blöd ist denn das? Das verstehe ich jetzt nicht. Die wissen doch genau, wie viel Liter die damit machen können. Warum wundert er sich jetzt? Verstehe ich nicht. Das haben wir nur mitgenommen, weil wir noch Platz in der Flasche hatten. Wir waren uns so sicher, dass wir jeden Tag abkochen mit dem Kochtopf. Und den haben wir nicht. Scheiße. Ihr habt gedacht, dass ihr jeden Tag abkocht mit dem Kochtopf, aber ihr habt keinen Kochtopf. Also, verstehe ich nicht. Was ist denn das für eine Logik? Ja, wenn du doch weißt, dass du keinen Kochtopf hast, das weißt du doch, dann kannst du doch nicht damit rechnen, dass du einen Kochtopf hast. Also eine leere Packung Mikroporforte bricht mich. So, heute
laufen wir weiter denn hier in diese Richtung. Aber die wollten ja eigentlich nicht mehr so weit laufen. Oder nicht mehr an diesen See zumindest. Okay, aber jetzt gehen sie doch noch ganz schön weit. Ich glaube, weil die beiden so ein gewisses Ziel für sich erreicht haben, da mitgemacht zu haben und so alles mal ihre gesteckten Ziele, was die immer mal machen wollen, geschafft haben. Ich glaube, die gehen jetzt so ein bisschen auf Risiko. Und wenn es dann nicht mehr geht, vielleicht lassen sie sich dann abholen. Aber mal gucken, schauen wir mal weiter. Und wir laufen unten lang. Gestern waren wir da oben. Schon krass, gell, diese Felsenform, wie schön das aussieht. So abgerundet irgendwie und sieht irgendwie aus wie so rausgebrochen, ne? Ist wahrscheinlich auch. Aber wie krass das auch entstanden sein muss. Und wie viele tausende Jahre das da schon so liegt. Krass. Einfach ein paar tausend Jahre alt. Da ging es dann nicht mehr runter. Jetzt haben wir Ebbe, jetzt können wir, glaube ich, hier unten lang gehen. Wo ist cooler? Hier durch? Alter, wie viele Krebse. Nee, geil. Hier geht's nicht durch. Hier ist ein Ebbebecken. Sammel. Kochen. Ey, geil. Let's go. Lass krachen. Schnecken, Krebse, alles Mist, da. Aber hier auch. Da müssen doch Fische sein. Guck doch mal. Also da, wenn die Flut kommt, werden doch da ganz viele Fische zwischen diese Steine gespült. Und wenn dann die Flut zurückgeht, sind doch da garantiert irgendwo Fische zurückgeblieben. Das können die mir doch nicht erzählen. Die werden doch da wohl einen frischen Fisch finden, der da seit, keine Ahnung, wie lange die Flut weg ist, liegt. 2-3 Stunden. Irgendwie sowas. Wo ist der Ton? Warum ist der Ton weg? Auf welche Taste komme ich denn da immer? Naja. Weiter? Hallo? Weiterkommt, das akzeptiere ich nicht. Alter, wie cool. Höhle? Das ist. Da oben standen wir drauf, so voll unsicher. Krass, wir sind so weit wie noch nie. Yep. In diese Richtung. Oh, wir waren schnell hier. Jetzt kommt erstmal chillig Strand. Ey, wir machen so Strecke jeden Tag. Wir sind so am Laufen und erkunden und nach Bären suchen. Aber vielleicht kommt da hinten auch irgendwo ein krasser Fluss nochmal oder so. Die Hoffnung, wir geben nicht auf. Alter, habe ich Strecke gemacht. Und sind Sumatra. Da ist unsere Bucht. Da waren wir gestern, als wir so weit gegangen sind, noch nie in die Richtung. Und da kommt eine neue Bucht. Wow. Interessant. Riesig auch nochmal. Das ist hier nur ein kleines Stück Steilküste. Das ist nur ein kleines Stück. Zurück und die Ufer abchecken nach weiteren Bären. Zeig mal die Ausbeute an vor diesen ultimativen Riesen. Nein, geh weiter. Ey, guck doch, was da ist. Nein. Marsch. Ah. Vor allen Dingen, wenn du doch schon da bist, warum gehst du nicht weiter? Ah, die sind alle noch rot und nicht reif. Lecker, weiter geht's. So, zurück in unserer Bucht. Am Ende war die Ausbeute nochmal gut, aber quasi halt nur von unserem sowieso Bärenlager, was hier um die Ecke hängt. Aber wir wissen, dass es in die Richtung deutlich weiter geht, wenn keine Flut kommt. Und in diese Richtung geht's krass weiter. Das ist gut. Ich gebe nicht auf, dass wir irgendwann einen See finden, der kein Sumpfsee ist hier auf dieser Insel. Oder ein anderes Team. Oder ein Fluss, der Fischbestand hat. Ich bleib optimistisch. So. Wir liegen beide wieder in unserem Shelter. Mittagsbobo. Schön Mittagsschläfchen. Der Marsch war schon gut anstrengend. Die am Leben, ey. Wenn man danach wieder eine Stunde pennt, dann geht's eigentlich wieder. Das ist unsere Taktik, das ist unsere Tagesroutine. Aber wichtig, ne? So ein Mittagsnap. Ich merke das ja bei mir selbst. Ich habe danach voll die Power. Also ich brauche wirklich nur Viertelstunde maximal. Da bin ich wie ausgewechselt. Aber mittags immer kriege ich immer so einen Hänger. Ich weiß nicht. Wenn ich mich dann kurz ablege, bupp, wieder topfit. Cool, Drohnenaufnahmen. Hätte ich auch Bock. Ich habe ja auch so eine, also keine FVP. Nee, FVP. Wie heißt es nochmal? Gott, wie kann mir dieser Name entfallen? FVP, glaube ich. FVP. First Person View. FPV, so genau.
FPV, jetzt habe ich es. Würde ich auch gerne mal fliegen. Bisher habe ich nur, ich habe ja die DJI Mini 3 Pro. Sehr zufrieden mit dieser Drohne, kann ich auch absolut weiterempfehlen. Ich würde aber gerne mal so eine FPV-Drohne fliegen. Hätte ich mal richtig Bock drauf mit dieser Goggle-Brille, wo du dann denkst, du sitzt im Cockpit von der Drohne. Mega, geil, da kannst du so schöne Aufnahmen mitmachen. Ich mache mit meiner schon schöne Aufnahmen, aber damit nochmal anderer Stil halt, ne? So, wir holen jetzt Blumenstrauß für Mutti. Zeug, um die Löcher in unserem Haus zu stopfen, weil es ist richtig kalt geworden. Wir merken, dass der Wind so richtig durchpfeift. Krass, das sagen aber alle, ne? Das muss da wirklich richtig kalt geworden sein. Und deswegen holen wir diese Art von Pflanzen als Material, um oben im Dach alles zu dichten, dass der Wind nicht durchpfeift. Wir haben hier, wie man sieht, ein Loch, wo der Wind durchpfeift. Ja, ja, ja. Und das müssen wir zuballern. Ja, doch, da die Löcher. Na gut. So, dass da quasi kein Wind mehr durchgeht, weil dieser Zug, und hier haben wir noch ein Loch. Vorne ist doch sowieso das Tor offen. Vielleicht wäre das sogar gut, weil, stell dir vor, die machen jetzt die Löcher zu, dann sammelt sich der Wind ja in dieser Höhle. Und so, wenn die da oben Löcher drin haben, kann der Wind ja durch die Löcher rausgleiten, rausdingsen. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn die Löcher zugestopft sind, dann fängt sich ja der Wind hinten in diesem, wo die da die Erde rausgehackt haben, in dieser Kuhle da hinten, da fängt das sich doch dann erst recht drin, wenn du da oben zumachst. Also wäre doch eigentlich sogar besser, da oben aufzulassen. Ist jetzt meine Denkweise, aber ich kann ja auch falsch liegen. Da vorne. Und hier haben wir auch noch ein Loch. Für den Regen ist natürlich kacke. Und die müssen zu werden. Dass wir dadurch, und wenn das nur 5% weniger Wind ist, was bei uns durchgeht, das ist 5% mehr Lebensqualität, die wir schaffen. Und quasi, weil wir haben die Nacht beide gefroren. Es hat auch geregnet, genieselt. Es hat, die Schlafsäcke waren zur Hälfte nass, weil der Wind vom Meer, der knallt. Ja, da vielleicht nochmal abschotten. Halt vorne hier nochmal so quer. Also ihr seht meine Hand ja nicht. Wo ist meine Maus? Hallo, Maus. Hier. Hier so Querbalken noch mal ein paar hinmachen. Das würde helfen. Ich glaube, das hilft sogar mehr, als wenn du hier oben die Löcher zustopfst. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlau. Aber es ist halt wegen der Nässe. Ist halt, die müssen die Löcher halt zumachen wegen dem Nassen. Ja. Aber ich würde hier unten auf jeden Fall noch mal hier so ein paar Äste runter machen. So locker. Dann, damit der Wind abgebremst wird wenigstens. Aber du noch Licht hast. Weil wenn die Sonne scheint, dann trocknet es ja auch geil ab. Oder man macht so ein flexibles Ding, was man so anlehnen kann. Das heißt, du machst hier so Äste runter, zack, dünne Äste oder dünne Stämme, zack, zack. Und dann machst du nochmal ein paar Querstangen, so 4-5 Stück. Und dann verzuppelst du die auch miteinander. Seil haben die ja genug und Netz. Und dann lehnst du das nur hier oben an, auf diesen fetten Balken. Und dann kannst du das nämlich bei Sonne wegmachen und wenn der Wind stürmt, anlehnen. Hier durch, weil nur Theorie. Ja, nur wir kriegen Idee. Momentan West-Nord-Wind und das ist kalter Wind. Boah, ist schon wirklich gut gestoppt. Ja, jetzt. Ja, ja, das ist schon ein Unterschied. Mehr Material holen, ne? Ja, wir brauchen mehr Material. Wir brauchen mehr Material. Jetzt redet der Jan auch wie ich. Nicht über Blumen, sondern über Ressourcen, Material. Das ist unser Badezimmer, scheinbar.
Lerne ich jetzt auch erst nach 6 Tagen zum ersten Mal kennen. 6 Tage weder Zähne geputzt, noch Hände, noch Gesicht gewaschen. Du schon, oder? Ich habe hier seit 6 Tagen eine eigene Waschsalon. Ja. Na gut. Nur Seife. Dann werde ich mir das jetzt wohl auch mal antun, das Waschen. Joey meint, die Pflanzen könnten eventuell auch giftig gewesen sein. Deswegen jetzt mal waschen einfach. Na, schön. Er hat eben seine Hände gewaschen, jetzt wäscht er seine oder was? Ja, das ist natürlich dann klug, ne? Und nochmal dein Gesicht, jawohl. Joeys Gesicht und jetzt nochmal deins. Ja, lecker. Ob das da so viel sauberer ist, wenn erst Joey sein Salzwasser abspült und er dann sein Gesicht reintunkt? Oh mein Gott. Ja, es sind halt Survival, ne? So. Schön noch irgend so ein Penisfisch oder so ins Auge. ins Auge gerieben, noch irgend so ein, keine Ahnung, irgendein Virus rein hinten ins Auge. Eine Stechapfelmade oder so, die gerne sich an Augenfleisch reinfuttert. Keine Ahnung. Irgendwie sowas noch drin. Irgendein super Erreger. ein schönes Gesicht reingetunkt. Ja, fein. Es ist Zeit, euch unseren ersten unfassbaren Joker vorzustellen. Und zwar haben wir uns was eingepackt, was Kleines. Achtung! Elotrans. Oh, der trockene Lippen. Oh, Austrocknung, sein Vater. Schaut mal seine Lippen an. Bruder, Alter. Hat er da Salz drauf gestreut oder was? Ja. Alter. Und Zahnstein hat auch mal hier komplett Spachtelmasse ergeben und hier komplett einmal eine Schicht drüber gezogen, oder was? Brudi, ey. Alter, Verrottungsprozess hat begonnen, oder was? Dicker, um schön die Elektrolyte aufzuladen. Vielleicht geht es uns dann ein bisschen besser. Ja, und es hat auch noch einen kleinen Side-Fact. Gerade Dominik hat gerade übelst Probleme damit, dieses Flusswasser zu trinken. Ja. Es ist auch wirklich heftig eklig, muss man sagen. Ja. Also so, keine Ahnung, am Anfang denkt man sich so, ja, es geht fit, aber je mehr man davon trinkt und auch so, man hat ja auch diesen räudigen, man hat nichts gegessen, Geschmack im Mund. Und je mehr man dann von diesem Flusswasser trinkt, desto ekliger wird es halt. Und das hier schmeckt so ein bisschen nach... Dominik sagt immer nach Erdbeere, aber ich glaube, es ist so Zitrone oder sowas. Ich glaub, ja, oder das Kinderding ist Erdbeere, ich weiß nicht. Irgendeinen Geschmack hat es auf jeden Fall. Elotrans Session Number One. Los geht's. Das ist geiles Wasser, sag ich dir. Durch die ganzen Gräser, Steine, die Pflanzen, die Wasserrosen. Guck mal, in einem Schwimmteich zum Beispiel, ja. Da legst du ja auch zu einem bestimmten Prozentteil, das kann man sich ausrechnen sogar, je nach Größe deines Schwimmteichs, legst du da Pflanzen an oder setzt du Pflanzen ins Wasser, damit diese Pflanzen deinen Schwimmteich reinigen. Mein bester Freund hat einen Schwimmteich zu Hause, einen kleinen, sogar einen betonierten. Trotzdem hat er da ungefähr ein Drittel oder sowas komplett Pflanzen, oder weniger sogar, hat er Pflanzen angelegt und die halten das ganze Wasser sauber. Das ist komplett clean, das ist glasklar. Okay, der hat da noch einen Roboter drin, der die Wände reinigt, aber trotzdem, der hat da Pflanzen drin, wie gesagt, die reinigen und filtern das Wasser. Das ist ja die Logik von einem Schwimmteich und das ist so sauber und wenn ich gucke, wie viel Wasserpflanzen dort in dem Wasser sind, das ist eigentlich voll das gute Zeichen. Also die sollten das eigentlich bedenkenlos trinken können. Außer es hängt halt hinten irgendein Büffel im Wasser. Wir haben by the way davon so 4 Stück dabei und wir planen gerade, dass wir es so an Tag 6, Tag 8, 10 und 12 nehmen. Tag 12, also wir haben im Kopf auch so Tag 12 ist so unser mentales Ziel. Weil wir denken so, ja, 13, 14 kriegen wir dann auch noch irgendwie hin, wenn wir erstmal zu Tag 12 gekommen sind. Und deswegen ist das die Aufteilung. Und ich glaube, das ist ganz gut. Rein damit. Boah, das ist gute Zeug. Dass die alle so Mittelchen dabei haben, gell? Die anderen so Kalium oder was das war. Die jetzt auch irgendwas. Dann haben sie Maggi.
Salz, Pfeffer. Nee, Pfeffer nicht, Salz, aber. Was? Ah, schon ein bisschen vorbereitet. Oh, nicht so viel. Oh, das riecht oder? Richtig gut, Digga. Das riecht wie so. Zeig mal, gib mal, gib mal. Das riecht wie so Krümeltee. Boah, seine Lippen, Bruder, Alter. Ich glaube, der ist in so ein Papierhäcksler reingefallen. Bruder, so Lippen habe ich noch nie gehabt, ey. Ich trinke immer gut. Wichtig und richtig. Immer schön trinken. Alleine wegen diesen Lippen hätte ich da gar keinen Bock drauf. Ich würde Wasser saufen, Alter. Hätte ich davon kein Dünnschiss. Ich würde es literweise saufen. Der heult, gell? Ich weiß nicht, ob du wirklich kurz vom Weinen bist. Ich kann es nicht erinnern. Krass, Alter. Das ist aber heftig. Ja. Wenn du jetzt wirklich weinst, wäre wild. So dankbar. Guck mal, überleg mal. Und der Zahnstein, Bruder, hat der da einen Belag auf den Zähnen. Brudi, Alter, einfach 5 Tage keine Zähne mehr geputzt und da ist eine Schicht drauf. Alter, der muss danach erstmal mit dem Presslufthammer durch Mäulchen fahren. Ach Gott, das ist aber goldig. Emotionen, krass. Das ist so krass, Digga. Ja, der Körper, oh, krass. Heftig. Wahnsinn, ja, Alter. Gut. Ja, das ist schon nicht einfach. Alles gut, wir kriegen das hin. Nicht zu unterschätzen, Bro. Das ist so dehydriert, ich heul, weil ich Zitrone riech. Einfach, what the fuck. Das Emotionen. Stell dir mal vor, mein Gott. Schüttel, komm. Geil. Ich sag euch, das macht was mit einem. Das macht was mit einem. Da kommt die Dankbarkeit. Ich sagte, die sind viel bewusster und dankbarer durch diese Sendung geworden. Allein jetzt nur bis Tag 5. Vor allen Dingen, du realisierst ja, wenn du zu Hause bist, nochmal ganz anders. Stellt euch vor, als sie daheim waren und wieder essen konnten und alles. Oder sagen wir, in diesem Camp gewesen sind und essen konnten, die anderen gesehen haben, diese sozialen Kontakte. Ey, wieder essen. Deine Geschmacksorgane, die explodieren. Alter, krass. Wenn er jetzt schon vom Geruch von einem Zitronenpulver weint, Bruder, Alter, scheiße, krass. Heftig. Tja, wow. Wahnsinn. Hey, wo ging's denn? Geil. Komm. Ey, ganz ehrlich, Props, trotzdem Props aussprechen. Ey, halt mal 5 Tage aus, ohne Scheiß, ohne Essen, ohne alles. Okay, auch wenn es nicht die Vollprofis sind, aber genau darum geht's doch, oder? Auch als Laie oder als Nerd, sie stellen sich ja da als Nerd, sage ich mal, so sehen sie sich ja auch selber, ne, ist ja jetzt nicht irgendwie ein Geheimnis oder so, oder ich sage ja jetzt nichts Schlimmes, sie sind ja irgendwie so Gaming-Nerds oder so, ich weiß nicht, so ähnlich beschreiben sie sich ja. Ey, Props, dass die so lange durchhalten, ganz ehrlich, das ist auch nicht einfach, du sitzt jahrelang, jahrzehntelang in einem Stuhl, Alter, und unterhältst Leute. Und auf einmal machst du hier so ein Survival-Ding, ja, also was heißt auf einmal, klar, die haben sich vorbereitet, aber was ist denn die Vorbereitung? Ist ja jetzt auch nichts Besonderes gewesen. Versteht ihr, was ich meine? Hier, du darfst den ersten Schluck nehmen, Bro. Pass auf, ist schon ein bisschen offen. Oh, bitte, sei lecker, bitte. Krass. Klar, das schmeckt ja auf jeden Fall lecker, weil es ein bisschen Geschmack hat. Oh, schmecke ich geil. Ja. Wirklich ein Krümeltee, den man ein bisschen zu doll verdünnt hat. Ja, ist okay. Ja, Leute, das war's. Ja? Emotional. Das ist so krass, auf was man hier runterfährt. An Tag 3 habe ich geweint, weil wir keine Möglichkeit haben, einen Fisch zu fangen. Oh, auch Papa Platte, das ist hart. Die Deckschicht oben, die gelbe Zahnstein-Deckschicht ist da, Alter. Noch eine Woche später und die Dinger fallen aus, Alter. Einer nach dem anderen. Brudi, ey. Ich würde da wenigstens mal mit einem vertrockneten Gras oder so hingehen, irgendwas. Da gibt es da so Holztechniken, wie man so schrubben kann. Brudi, da muss man mal irgendwie dran gehen. Boah. Also das ist wirklich böse hier. Und Tag 6, Dominik weint, weil er Edo-Trans riecht. Was ein Opfer-Shit. Aber der Körper, der nimmt das auf wie ein Schwamm, Alter. Wenn du da jetzt so Mineralien hast oder sowas, boah, der macht richtig... Wie macht der? Wie ein Schwamm, Alter. So, ein Pflaster draufklatschen. Überall ein bisschen verarzten.
merke gerade, die Messer könnte man auch schon langsam mal schleifen. Wir haben ja auch einen Schleifstein mit. Ja, aber jetzt mal die Pflaster noch auf. Ei, ei, ei. Sind drei etwas tiefere Schnitte hier. Überall geschnitten. Ei, ei, ei. Ach, ja. Kleiner Dulli. Ja, das kann ich rausschmeißen, ne? Die Kurve wieder Wegen sowas kann man rausfliegen. Das entzündet sich, bist ja den ganzen Tag Kontakt mit Dreck. Pff, geht schnell. Fieber, dies, das, Blutvergiftung. Ey, und schon bist du raus, ey. Kratzt, Verletzung versorgt, Schuhe wieder an und es ist eigentlich halbwegs trocken. Ja, jetzt gut. Nicht verkühlen, das heißt unbedingt noch trotzdem ins Paradies, um die Schuhe nochmal schön in die Sonne zu stellen, weil ganz trocken natürlich nicht, aber deswegen Träumchen. In diesem Sinne, jetzt ein bisschen gemütlich machen, dann auf ins Paradies, um zu schauen, ob wir wieder einen Fisch gefangen haben. In diesem Sinne, bis gleich. Sehr geil. Wir sind jetzt im Paradies angekommen und ihr erlebt jetzt live mit uns, ist ein Fisch drin, ja oder nein? Was sagst du? Ja, ich bin sehr nervös. Ich auch. Testen wir zuerst Netz oder unseren ausgelegten Köder? Ich glaube, zuerst das Netz, ja. Passt. Okay, so. Okay, ah, das ist noch, guck mal, da hinten rechts ist noch einer. Ist noch ein kleiner See. Oh, da wird schon mal das Netz reinhalten. Vor allem, da ist mehr Licht. Vielleicht sind da auch mehr Fische. Bitte. Hm. Und nicht verhaken. Ja gut, kann ich von hier jetzt nicht einschätzen. Das war jetzt nur eine Vermutung, weil da drüben scheint gerade schön die Sonne. Da ist eher schattig. Darf nicht noch ein Netz kaputt werden jetzt. Zieh das Ding raus. Jetzt bin ich aber auch gespannt. Oh ne, das sieht leicht aus. Ja. Hm, nix. Oh. Oh Mann. Hat sich gut angefühlt, weißt du? Hat sich gut angefühlt. Das ist geil. Ja, die Gesichter, das ist so geil. Oh. Hanna und ich sind jetzt gerade wieder im Wald unterwegs. Hinter uns sieht man einen Zederbaum und wir sind schon fleißig dabei. Ey, das sind Kupressos. Ja, Zeder, ja, klar. Zypresse. Ich würde sagen Zypresse. Okay, vielleicht hat sie ja Ahnung. Ist das da unten das Blatt? Nee, das ist nicht von dem Baum, das ist irgendwas Wildes. Die Rinde abzuziehen und ich weiß, dass der eine oder andere sich jetzt denkt, boah, wieso machen die das? Das schädigt doch den Baum. Nein, ich war auch gerade so, also ich habe gesehen, wie das aussieht. Ist nur die Borke. Und war kurz geschockt und meinte so zu dir. Solange du nicht die Cambium-Schicht verletzt, passiert da nichts. Die Cambium-Schicht ist, oh Gott. Oh, jetzt muss ich nochmal tief reingehen, du. Jetzt muss ich schon mal nachdenken. Cambium-Schicht ist für das sekundäre Dickenwachstum verantwortlich. Also für den Baum, dass der nach außen wächst. Sind die Leitbahnen jetzt da drüber oder da drunter? Oder sind das sogar die Leitbahnen? Puh, ja, Meisterschule ist lang her. Alter, wir verletzen gerade voll den Baum. Ich kann das nicht machen. Und das ist die oberste Schicht, nur die Borke. Wurde mir aber ein bisschen was erklärt über den Cedarbaum, der ja auch Lebensbaum heißt. Genau, also ich habe in Kanada hier mit Indigenen zusammengelebt und die ziehen die Rinde ab und machen damit wirklich jegliches. Die flechten sich die Kleidung daraus, die machen sich Stühle daraus. Ja, ich muss aber sagen, es sieht schon ein bisschen tief aus. Also würdest du jetzt nur hier oben die trockene Rinde abpopeln, ja. Aber das hier sieht mir schon so ein bisschen nach mehr aus. Also ich sag mal so, wenn du nicht einmal im Kreis das Ganze abziehst, dann wächst das immer wieder nach. Aber wenn du jetzt einmal hingehst und ich sag mal, du machst in einem Abstand von 10 cm eine gewisse Dicke, popelst du ab, dann kommt oben keine Nährstoffe mehr an und der Baum stirbt ab. Deswegen, es gibt auch so einen Trick, wenn du einen Baum loswerden willst, schneidest du einfach einmal einen Ring rum. Aber natürlich fliegst du dann auf, dann kriegst du Anzeige und alles. Und der Baum heißt... Deswegen, nicht nachmachen. Erhaltet auch die Bäume. Eher im Gegenteil, pflanzt mehr Bäume, weil das sind die wahren Retter unseres Klimas. Ja? Wenn ihr da schon hier hohe Panik macht, dann seht auch mal zu, dass wir mehr Grün pflanzen. Das ist viel wichtiger. Die Leute hacken alle ihre Bäume in ihren Gärten weg, ja, nur noch weg. Ich will kein Lab, ich will kein Lab. Ja? Aber dann rumheulen, dann aber oben aufs Dach irgendeine Solarzellen-Wärmepumpen-Scheiße obendrauf installieren, die
vielleicht hier gerade mal mein Elgato Stream Deck betreibt und mehr nicht, ja. Aber ansonsten dann, keine Ahnung, den ganzen im Garten 3-4 Bäume fällen. Das sind mir die liebsten, ey. Ich ohne. Und dann Steingarten. Ja, ich hätte gerne tote Wüste als Garten. Ach, echt, das ist so traurig. Wenn du eine Ecke machst, ja, okay. Oder wenn du einen mediterranen Garten machst, verstehe ich ja auch noch. Cool. Ja, dann pflanzt du aber auch mediterrane Pflanzen, Bäume, Sträucher, Kräuter. Ja, gibt's geile Pflanzen, aber dann mach nicht eine Zypresse, eine Bonsai-Zypresse, die total übertriebenst verwöhnt ist mit Nährstoffen und dann den Rest nur. Ich finde das so fürchterlich, Alter. Wie kann man die Natur nur so vergewaltigen? Dann hol dir doch keinen Garten, Alter. Dann zieh doch in eine Wohnung, Bruder. Grundlebensbaum, da heißt Lebensbaum auch aus dem Grund, weil der weiterlebt. So wurde mir das Ganze beigebracht. Ich hoffe sehr, dass ich nicht falsche Informationen weitergebe, aber. Naja, aber wenn du sagst, die Indigenen haben dir dann auch Bäume gezeigt, wo sie meinten, guck, ja, da haben vor vielen hundert Jahren irgendwie so die Ureinwohner, nein, das ist jetzt übertrieben, aber. Das war super spannend, also als ich mit den Indigenen war, sind die mit mir durch den Wald gegangen und die haben gesagt, ah, guck mal, hier waren schon mal Leute, weil die an den Zederbäumen lesen können, ob dort schon mal Menschen gelebt haben. Ja. Genau, und dementsprechend ziehen wir hier jetzt ein bisschen Rinde ab und schauen mal, ob wir uns daraus was Schönes flechten können. Denn langsam, wenn die Energie runtergeht, ist es einfach super, super geil, wenn man sich die Zeit vertreiben kann mit ein bisschen was Flechten, Basteln. Mhm. Ich glaube, jetzt ist die Energie noch da. Genau. Aber später. Und ich habe mich jetzt auch nochmal dran erinnert, als ich mich über den Zederbaum erkundigt habe, habe ich dann eben auch gelesen, das ist mir jetzt wieder eingefallen, dass die sehr gut ohne Rinde weiterleben können und dass man eben die Rinde. Ja, ist dir jetzt eingefallen. Kann. Auf es einmal. Sieht halt echt heftig aus, finde ich. Und hier nochmal, seht ihr, dass diese Flüssigkeit hier, die ist richtig, richtig gut gegen Mücken und die Einheimischen schmieren sich das einfach so ins Gesicht und bleiben dann mückenfrei. Also die das sind ätherische Öle, die sich da rausdrücken. Nutzen nicht Mückenspray oder sonst was, sondern die schneiden die. Oder es ist die Versorgungsschicht des Baumes, die du angeschnitten hast, weil du doch ein bisschen zu tief reingesäbelt hast. Ich würde das gerne mal sehen, wie du das machst, weil ich meine, nur weil es nachwächst, heißt es ja nicht, dass es dem Baum nichts ausmacht. Rinde ab, um wirklich an diese Flüssigkeit ranzukommen. Ja, ich sage ehrlich, das hört sich ehrlich gesagt schon eher nach Versorgungsschicht an und nach Wasser, weil der Baum transportiert ja Unmengen an Wasser hoch ins. Das ist sowieso sehr interessant, weil überleg mal, was ein Baum für einen Druck braucht, um das Wasser da hochzubekommen. Und das funktioniert unter anderem durch die Diffusion nach oben raus aus den Blättern. Das Wasser verdunstet aus dem Blatt und dadurch entsteht ja auch ein gewisser Sog. Und das ist so interessant, Alter. Bäume, Wälder, das Zusammenleben von Bäumen in Wäldern, das ist so krass, das ist schlimmer, größer und hat mehr. Das ist so intelligent, so ein Wald, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ein Wald warnt sich zum Beispiel gegenseitig, also die leben ja sowieso, Bäume leben ja sowieso in Symbiose mit anderen Pflanzen, zum Beispiel den Pilzen. Pilze sind wie so ein, wie das Internet. Im Prinzip sind die Pilze das Internet des Waldes. Pilze gehen an die Wurzeln von den Bäumen und stellen eine Symbiose her. Das heißt, die kommunizieren und tauschen Stoffe mit den Bäumen aus. Das heißt, die Pilze helfen den Bäumen und die Bäume helfen den Pilzen. Und durch diese Pilze, durch die Sporen, durch die Wurzeln ist alles miteinander connected. Der Wald merkt wirklich, wenn irgendwo ein Sturm aufkommt, dann leitet die Bäume leiten Gegenmaßnahmen ein und auch bei Schädlingsbefall. Sogar bei Schädlingsbefall reagiert der Wald als Gesamtes und versucht, diesen Schädling aufzuhalten. Das ist krank, Alter. Das ist so krank. Ihr müsst wirklich mal auf YouTube schauen. Das ist mega interessant. Da gibt es mega geile Dokus. Gebt einfach mal ein, der Wald spricht oder irgendwie sowas. Da werdet ihr so viele Dokus sehen. Das ist so interessant. Was ich auch, ich weiß, das finden jetzt irgendwelche Leute wieder voll komisch, aber ich finde es voll spannend, wenn man mit den Völkern ist, weißt du? Die machen die Rinde ab und dann fahren die einmal mit der Hand rüber und bedanken sich. Und irgendwie finde ich das. Was? Das ist doch nicht süß, Alter. Das ist
Das ist wirklich in Gemeinsamkeit mit der Natur zu leben, heißt es. Das ist eine tiefe Verbundenheit. Es ist nicht süß und ha, hihi. Es hat eine ganz tiefe Verbindung der Menschen. Wir ja auch. Alter, du heilst. Wenn du Depris hast, Alter, und Burnout, geh mal ein Jahr jeden Tag in den Wald. Ich sag dir, es ist weg. Das wird weg sein. Jeden Tag spazieren gehen, für dich sein, das wird weggehen. Das heilt uns. Die Natur heilt uns. Wir sind die Natur. Wir denken immer, wir sind entfernt davon, aber wir sind mit allem verbunden. Auch wir denken, unsere Haut ist eine Barriere. Aber wenn du das ganz nah ranzoomst, da ist da nichts. Da ist keine Schicht, die das blockiert. Wir sind insgesamt, sind wir mit allem verbunden. Ihr müsst euch mal einfach aus Interesse mit Quantenphilosophie beschäftigen. Gebt mal ein auf Google, wärmste Empfehlung, Dr. Michael Warntke, glaube ich, heißt er. W-A-R-N-T-K Warntke, glaube ich. Aber ihr werdet es auf jeden Fall finden. Oh, Quantenphilosophie, zieht es euch rein, es ist so interessant. Ihr werdet, euer Horizont wird sich komplett verändern. Ihr werdet ein ganz anderes Bild von eurem Leben sehen und verstehen. Wirklich, ohne Scheiß. Macht das. Das ist wirklich von Herzen eine ganz, ganz krasse Empfehlung und das wird auf jeden Fall was verändern bei euch, wenn ihr offen für sowas seid. Das ist voll schön. Und es ist kein Spiritualitätskram oder sowas, okay? Ja. So, man kann jetzt hier richtig gut sehen, wie Hannah weiter unten den... Ja, okay, ja. Das ist... Ich glaube, das ist schon Versorgungsschicht, ja. In den Schnitt setzt und dann keilt man das am Ende raus und kann das dann nach oben wegziehen. Aber da sehen wir uns gleich wieder, wenn es soweit ist, denn der Prozess dauert auch ein bisschen. Ist sehr kraftaufreibend, deswegen an Tag 6 und nicht an Tag 12. So, und jetzt greift man hier die Rinde und zieht die. Oh, die Indigenen wären echt nicht stolz auf mich. Weißt du, die werden das ganze Ding einfach so runterreißen. Und weißt du, ich freue mich gerade richtig über so ein kleines Ding. Aber ich weiß auch, was man damit schon macht. Aber ist das jetzt hier Red Cedar? Weil man hier guckt, seht ihr, wie rot das ist? Ja. Sehr spannend. Das riecht, dann weiß man auch, warum es so heißt. Es riecht so gut. Ich kann euch ja mal das Stück zeigen, wo ich schon rausgesäbelt habe. Wenn du es findest. Wenn ich es finde. Ey, wir haben so viel Material. Hier. Das alles, was ich jetzt hier liegen habe, habe ich das jetzt auch verfärbt. Ja, habe ich nur hier rausgeholt. Das bedeutet, man schnallt jetzt erst, was man an Material eigentlich zur Verfügung hat. Mhm. Wenn sich das nicht richtig gut flechten lässt, dann legt man das ins Wasser ein. So, kleine Biologiestunde, Freunde. Hier haben wir einen Querschnitt von einem Baumstamm. Hier kann man schön sehen, das ist die Borke. Also sie haben wahrscheinlich hier nur wirklich die Borke entfernt. Aber für mich sieht es noch so ein bisschen aus, als wäre auch Cambium mit dabei. So, also hier kommt erstmal die Borke. Das ist immer das grobe Außen. Das ist das grobe Außen, was auch oft abbröckelt. Dann kommt die nächste Schicht, das ist die Borke. Die Borke ist eigentlich so ein trockenes Material, wo du wahrscheinlich auch Zunder oder sowas draus machen kannst. Und dann kommt die Schicht, die ich genannt habe, und das ist die Cambium-Schicht. Genau. Hier drin die Jahresringe, also es gibt Kernholz und Splintholz, genau hier ist das Splintholz, Mitte Kernholz, Grenze eines Jahresrings, okay, ja, so, dann habt ihr das auch mal gesehen, guck mal, hier ist auch noch ein Bild, Living Polem, Cambium, oh, ist schon viele Jahre her, aber es macht gerade Klick, ja, macht gerade Klick, Cambium-Schicht, das ist wichtig, Cambium-Schicht. Ja, okay, die werden wahrscheinlich die Borke. Ja. Borke und Bast. Ich glaube, die machen Borke und Bast ab. Und dann lässt sich das richtig biegen. Ja, man kann damit Knoten. Ja, das ist die Innenseite. Das ist nicht Cambium. Und machen etc. Und ich meine, ich kann es natürlich jetzt nochmal zeigen. Man geht hier drunter. Man hat mehrere Schichten. Ja. Und das zieht man jetzt einfach so ab. Und das sind ganz viele kleine Dinge, die sich da abziehen lassen, mit denen du dann am Ende flechtest. Und das sieht jetzt super, super lächerlich aus. Ja, ja. Aber ihr werdet am Ende hoffentlich ein geiles Endergebnis bekommen. Ja, wahrscheinlich kommt auch daher diese Bastkörbe und so ein Kram, ne? Weil sowas wird die wahrscheinlich jetzt auch machen. Wird wahrscheinlich jetzt so ein kleines
Behälterchen oder sowas flechten. Naja, ey, so läuft es in der Natur. Eigentlich haben wir ja früher auch so gelebt, ne? Auch selber aus irgendwelchem Schilfmaterial, irgendwelche Körbe geflechtet und sowas. Wird ja heute noch gemacht. Ich sag dir, nimm mal jeden mit Burnout, 3 Monate Wald, 3 Monate Leben mit Indigenen und 3 Monate Körbe flechten. Walla Bilal, kein Druck, kein nix, nur selber anpflanzen, schön Kartoffel, selber schlachten, Körbchen flechten, danach wieder gesund. Bin ich mir sicher. 80% wieder gesund. So, hier geht's weiter. Dieser ganze Stift. Wo wollen die sich hingraben, Alter? Was ist das Ziel? Wie lange denn noch? Den baue ich jetzt ab. Und dann haben wir viel bessere Fläche in die Hölle. In die Hölle. Dass wir halt uns schützen können vor Wind und Wetter. Hä? Ich war mir ganz sicher, dass ich hier noch Nüsschen hatte. Wo sind die? Ah, na, da haben wir es ja. Mandelkerne, Pekanuskerne, Walnusskerne und Cranberries. Hätten die Teilnehmer und ich auf jeden Fall auch gut gebrauchen können. Jetzt könnt zumindest ihr die Nüsschen genießen. Sag Koro aber auf jeden Fall auch Bescheid, ne? Die sollen mir auch eine Packung schicken. Die großen. Ergebnis ist top. Das einzige Scheiße ist, die Überraschung ist, das sind 2 Riesensteine. Ich weiß nicht, wie tief die sind. Einfach weiter und hoffen, dass ich die halt rausrollen kann, weil ich will diese Fläche hier haben. Ich brauche diese Fläche. Kopf, weil Kopfsache. Das Meer wird immer, immer härter. Die Wellen werden immer stärker und der Wind wird immer stärker. Die Wellen werden immer größer, meine ich. Und deswegen, die Fläche hier vorne, die ist notwendig. Der Tag lief eigentlich ja ganz gut, bis dieser Ast ins Spiel kam. Ja, genau. Jetzt machen sie da so Stämme hin. Guck, wie ich es gesagt habe. Schön. Längst, von oben nach unten. Ich würde die auch dann miteinander verbinden und dann aber oben ablassen. Da kann man das immer abmachen. Ich habe locker eine 3-4 Stunden an den Ding gesägt und mit dem Messer da drauf gekloppt und dieses Scheißteil ist nicht abgegangen. Es hat mich so frustriert. Alter, ich habe so kranke Stimmungsschwankungen, das ist wirklich geisteskrank. Und ich denke mir die ganze Zeit, ich mache irgendwas. Also ich bin mir gerade bewusst geworden, ich mache irgendwas, irgendeine Aktivität, sägen, Wasser holen oder sonst was, damit einfach die einzelnen abgefuckten Sekunden hier verstreichen, ne? Also alles, um irgendwie die Zeit zu killen, dass es endlich vorbei ist. So, hier bauen wir eine 2. Wand, dass wir mehr windgeschützt sind. Und unten, so auf die ersten 40 cm. Alter, im Vergleich zu den anderen bauen die eine richtige Höhle, Alter. Das ist ja richtig, das ist ja wirklich richtig Baustellung. Alter, das ist ja komplett fertig, die 2. Machen wir Natursteinmauern, dass wir unterhalb quasi... Geil. Feier ich ohne Ende, Alter. Ey, geil. Hammer. Ich feier Joey Kelly so hart. Baut er da eiskalt eine Trockenmauer hin? Ich glaub's ja nicht. Das funktioniert genauso. Ist ein bisschen viel Erde. Also habe ich ja gelernt, Garten- und Landschaftsbau ist nicht nur grün. Ist sogar eher Natursteinbau, das ist eigentlich genau mein Ding. Ja, Trockenmauer legst du eigentlich nur, legst die Steine dann so aufeinander, dass sie ohne irgendein Material halten. Dann zwickelst du mit kleinen Steinchen hier und da. Das kannst du so bauen, dass das nie umfällt. Das fällt nie um. Ganz viele Trockenmauern sind tausende Jahre alt. Zu haben. Ne? Und dann haben wir nur hier... Es gibt auch ganz verschiedene Mauerwerke. Zyklopenmauerwerk,
oh Gott, unregelmäßiges Schichtmauerwerk und so. Ach, da brauchst du gar nicht anfangen. In der Mitte, da kommen halt quasi die Dachsiegel. Also grünes Material natürlich. Biologische Dachsiegel, vielleicht kann man nennen. Hier kommt das Material her. Das ist ganz gut geworden. Hier, genau diesen Bereich, das ist schon harte Arbeit natürlich. Aber hiermit schaffen wir Riesenfläche. Ich sage euch, der isst gar nichts. Ich glaube, Joey Kelly würde alleine nicht rausfliegen, wenn dann wegen ihm. Wegen Jan. Ich glaube, Jan heißt er, gell? So, wir hatten einen kleinen Powernap. Wir haben gemerkt, dass es immer, wenn es reinwindet, windet es leider doch dann von vorne in unseren Shelter. Unser Shelter ist toll und bietet viel Platz, aber erst vorne, wir müssen halt reinkommen. Wir bauen jetzt eine Tür. Wir haben uns entschieden, wir bauen jetzt eine Tür für den Shelter. Dafür werden wir diesen Baumstamm hier nehmen. Auf die Länge von der Tür schneiden, zack, zack, und dann aufstapeln. Und dann festnageln mit den Nägeln. Ich würde sagen, Max Jan ist sauer, Lange, dass es nicht funktionieren könnte. Kann ich verstehen. Ich würde sagen, Erfolgswahrscheinlichkeit liegt bei 70%, dass es klappt. So, wir haben jetzt seit gut 2 Tagen von diesen Prachtstücken keine mehr geholt. Wird Zeit, brauchen wir für die Tür. Wir gehen da hinten in unser altbekanntes Sumpftor rein. Wird natürlich super anstrengend. Wir hoffen, dass die Säge keine Probleme macht. Die sieht mittlerweile... Kein Problem, ist nur Flugrost. Keine Angst. Sieht mittlerweile nicht mehr so gut aus. Ist voll der von dem Salz in der Luft. Auf Dauer geht die kaputt. Aber wenn du die regelmäßig nutzt, sollte sie eigentlich halten. Aber die braucht ein bisschen Öl oder Fett. Aber wird schon funktionieren. Kleiner Tipp fürs nächste Mal. Nehmt Vitia-Ketten mit. Vitia-Ketten sind widerstandsfähiger. Das ist ein härterer Stahl. Und die nennt man auch allgemein nennt man die auch Dreckketten. Weil man damit auch Wurzeln schneiden kann und so, ohne dass die stumpf werden. Also die brauchen länger, bis die stumpf werden. Die sind unheimlich widerstandsfähig. So, nachdem wir da hinten eine halbe Stunde gesessen haben, haben wir jetzt die Dinger hierher getragen. Jetzt lagen wir eine halbe Stunde in der Sonne im Sand, gehen hier nur 10 Meter hoch und sind wieder alle. Uns geht's gut, sehr gut, aber man ist so schwach und lasch. Das nervt. Wir wollen so viel machen. Wir wollen die Tür machen, den Speerspitzen, Umatras Schachbrett und viele, viele weitere Sachen. Ihr solltet mal, bevor ihr irgendwelche Schachbretter baut, irgendwelche Schalen schnitzt, erstmal einen Fisch fangen. Rafft ihr es eigentlich? Denn ihr habt keine Energie. Und irgendwann kippt einer von euch um. Ewig geht das nicht gut. Deswegen sollte ich mal die Energie, würde ich mal eher dafür benutzen, irgendein Tier zu fangen. Krebs, wie zum Beispiel Affe und Hanna. Oder ein Fisch. Ihr habt ja wohl irgendwas dabei, ein Seil oder irgendwas, und dann halt nicht dahinstellen und sagen, das wird ja eh nichts, sondern einfach mal machen, wie Knossi. Jo, let's go. Aber die Energie fehlt für den Content, das nervt. Also wenn es jetzt wirklich Notsituation wäre, 14 Tage in den Shelter legen, fertig. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Krampf ist. Scheiße. Die Stöcke aus dem Wald zu holen, entasten. Und dann jeden mehrfach zu sägen. Wir brauchen noch ein bisschen mehr, ne? Ja. Aber jetzt wollen wir nicht sparen. Mit jedem Stock, den wir noch zunehmen, wird die Tür am Ende geiler.
So Leute, die erste Sprosse von der Tür steht, wackelt hin und her, aber ist stabil. Wackelt mal ein bisschen? Ja, wackelt ein bisschen, aber... Sie werden jetzt nur drüber gepackt, die anderen. Die darf nur nicht abfallen, das untere. Oh je. So, da wollen wir das Ganze mal aufstellen. Und gucken, ob das hält. Muss ja nur ganz locker halten. Zack. Wow. Toll, das okay. Wir haben oben so, noch eine mehr. Dran gemacht. Wir machen links noch die Wand fertig. Rechts auch. Und hier machen wir sowieso was hin. Dass von da auch nicht so viel Regen reinkommt. Cool. Wir werden heute wieder Maggi kochen. Aber gleich setzen wir uns erstmal noch mal da hinten in die letzten Sonnenschein. Ja, noch mal sitzen, doch. Nicht liegen. Aber doch eine gute Idee gewesen. Muss ich sagen. Aber ich hätte jetzt gedacht, aber logisch, macht ja keinen Sinn, wenn die dann offen oben offen geblieben wäre. Das wäre ja dumm gewesen. Aber ich hätte gedacht, dass die letzte Reihe unten, nur die letzte Reihe, ein bisschen wackelig ist. Und wenn da noch Wasser dran kommt und so, ob das dann noch so hält, ich weiß ja nicht. Da lastet schon viel Gewicht drauf. Bin gespannt. Und dann fangen wir hier an. Da kommt wieder volles Programm. Ah, Rumatra sagt gerade den anderen Teams, oder Kevin und Reetzmann, muss ja unglaublich langweilig sein. Die muss doch langweilig sein, oder? Ich glaube, so Martin und Fritz haben so viel zu tun, die Naturensöhne. Die schaffen alles gar nicht, was sie vorhaben in den 14 Tagen. Aber ja, so Sascha und Knossi und Papa Platte und Reetzmann. Weil wir haben jetzt noch einen Wasserfilter gebaut, die Tür, aber dann kommen wir auch bald an unsere Enden. Morgen ist Tag 7. Ja. Also so 7 vs. Wild, 7 Tage. Fangen. Ich bin mir relativ sicher, auch wenn das mit einem Romatra natürlich ein übelster Boost war, ich bin mir relativ sicher, dass ich das auch 7 Tage hier... Oh, oh, oh. Ich glaube, da täuscht er sich. Alleine ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ich glaube, das unterschätzt man komplett. Diese psychische Belastung, komplett alleine zu sein, boah, keine Unterstützung, keinen zusätzlichen Schutz, keiner, der mitguckt, mithilft. Du bist wirklich komplett auf dich alleine gestellt. Ich glaube, das ist nochmal mehr als doppelt so schnell. Exponentiell schwerer, meine ich. Hier hingekriegt hätte, ich wäre halt nicht einmal in die Mangroven reingegangen, ne? Ich bin so ich war noch nie so neugierig und gespannt, wie es den anderen beiden Anfängerteams geht. So Leute, ihr seht, die Sonne scheint uns richtig herrlich entgegen. Es ist eine schöne, gemütliche Stimmung. Da haben wir gesagt, stopp die Gemütlichkeit, jetzt wird gearbeitet. Wir haben noch zwei Programmpunkte heute auf dem Zettel. Das erste ist weitere Verbesserung am Shelter. Da wollen wir nämlich... immer in diesen Zwischentaschen, hier sieht man es. Und hier ist zum Beispiel auch eine große Tasche. Da wollen wir nochmal genauso Stöcke wie diese quasi. Ach so, ihr meint das, was ich am Anfang angesagt habe, schon, dass das reißen wird und dass das voll durchhängt und dass das viel zu schwer ist, das Material. Und jetzt wollt ihr das dazwischen machen, so wie ich es schon am Anfang angesagt habe. Ach so, ja, so durch. Na ja, gut, man lernt ja dazu. Ne? So muss man ja schon, muss man ja den ja auch lassen, ne? So durchziehen, genau. Zack, 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 dass das nicht so doll durchhängt. Weil dann können wir weiter nach hinten rutschen und sind nicht so doll im Regen. Und dann ist auch stabiler das Ganze und schützt uns ein bisschen mehr. Ja, und ich glaube, es ist auch geil, wenn wir die nächsten Tage noch weiter am Shelter arbeiten und noch mehr Moos drauf machen. Dann, ne, das wird dann ja noch schwerer, dann kracht es noch mehr durch. Und gerade ist noch gutes Wetter und ich glaube, morgen wird es wahrscheinlich auch noch gut sein. Aber wir wollen uns vorbereiten fürs, wie sagt man das, fürs Schlimmste. Richtig, richtig. Wenn es mal 3 Tage durchregnet, muss der Shelter stehen. Das heißt, wir brauchen jetzt... Oh, ich weiß ja eh nicht, gell, wenn es da mal richtig pisst mit Wind und allem drum und dran, da drückt sich der Regen, der wird so vom Wind da drunter gescheppert. Ich sag's euch, da ist gar nichts mehr trocken da unten drunter. Die sind überhaupt nicht geschützt. 3 oder 4 von so mega langen Stöcken. So, gehen wir jetzt mal auf ein dickes Baumscouting, oder? Dann machen wir uns mal auf die Jagd, Freunde. Ja, klar, na klar. Also schau mal. Du musst wir haben auch noch einen hier, sehe ich gerade. Oh, der ist gar nicht so schlecht. Ich würde nicht mit einem gezogenen Messer, so wie er, wie Papa Blatte,
mit einem gezogenen Messer einfach mal durchs Gelände laufen. Ruckzuck stolperst du nach vorne, Reflex, Hand geht runter, Faust geht Richtung Grün, bupp, hast du das Ding in den Rippen stecken. Das würde ich nicht machen. Wie mit der Motorsäge, wenn die Motorsäge läuft, also sobald du dich bewegst, hat die Kettenbremse drin zu sein. Jede Motorsäge hat ja eine Kettenbremse und das sollte ein Reflex sein. Irgendwann ist das ein Reflex, wenn man das immer nutzt. Dann sobald du aufhörst zu sägen, klack, Säge drin, also Sägen, Kettenbremse drin. Das ist das A und O. Der vordere Teil. Irgendwann nimmt man so ein Messer nicht mehr ernst und dann wird man nachgiebig oder nicht mehr so aufmerksam und dann passiert die Scheiße. Ich weiß nicht, ob der noch, den hatten wir auch noch vom ersten Mal, der ist ein bisschen kurz, wa? Ja, da würde aber gehen. Hier können wir mal schauen. Wird aber gehen. Fangen wir erstmal an mit einem neuen. Ich würde sagen, der hier. Ich glaube, den hast du auch schon gerade gesehen. Sag mal, wo kommen wir langsam ins Scheißgebiet? Da muss mich einmal noch warnen hier. Ah, Scheißgebiet ist super deep drin. Weil vielleicht muss ich demnächst auch mal. Ich bin mir nicht sicher, ob ich langsam was verspüre an der Hinterpforte. Würdest du sagen, du hast auch langsam Alarmstufe braun? Das könnte sein. Ich versuche so mit aller Kraft reinzusaugen. Ja. Okay, dann machen wir uns mal ran hier an den Kollegen. Diese ganzen Äste müssen unbedingt ab, Alter. Damit die dann nicht am Ende in der Folie sind. Doch nicht mit dem Messer. Oh mein Gott. Das kannst du auch abbrechen, die kleinen Dinge. Oh nö, ey. Da kriege ich ja Augenschmerzen, ey. Tut mir die Augen weh. Tut mir leid. Muss ich weggucken. Kann ich nicht machen. Ist da eine Säge dran? Okay, schauen falsch. Wir mal. So. Oh Gott, guck dir das kleine Ding doch mal an. Das ist doch kein Dach, Alter. Wenn es da richtig pisst und stürmt, ich sag's dir, der Wind kommt auch genau aus der Richtung. Ich sag's dir, ich würde so lachen, wenn es da mal so richtig runterschüttet. Das bringt nichts. Ja, easy. Easy. Okay, dann können wir das hier sogar auch absäbeln dann noch. Ah, das machen wir dann am Ende. Guck mal, da vorne ist gar nicht lang genug. Gut, dann ist Nummer 1 getan. Und dann gehen wir rüber zu Nummer 2. So, Kevin schiebt mir jetzt die Dingers hier durch und ich versuche die dann hier durchzufädeln, hier oben drüber. Genau. Boah, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir nicht die Folie reißen. Ne? Ja, und dann auf der anderen Seite. Am Anfang habe ich schon gesagt, das muss viel enger sein und dann musst du von oben nach unten nochmal längst Äste drauflegen und dann kannst du erst Moos drauf tun. Als allerletztes. Muss viel enger sein. Hier raus. Jo. Boah. Hab ja zum Glück Videos. Bose. Okay, Bro, wir müssen die auch noch mal festschnüren, ne? Ja, lass sie so versuchen, in der Mitte zu machen, dass sie quasi genau auf diesem Hubbel sind, wo dann sich der Hubbel bildet. Okay, wollen wir die erstmal alle hinlegen und dann festschnüren? Nee, lass direkt festschnüren, glaube ich. Okay. Ey, wirklich, ich habe so viele gute Knoten gelernt, auch im Flugzeug noch mal die ganze Zeit da gesessen, wiederholt. Bruder, jetzt stehe ich hier und mache einen Doppelknoten. Aber der Doppelknoten ist schon nicht ohne Grund auch so beliebt. Der funktioniert halt, wa? Der macht, was er soll. Okay, meine Seite sitzt, Chef. Ah ja, auch gleich. So, Freunde, wir haben jetzt den dritten drinne. Dominik macht den da drüben gerade noch fest. Jetzt muss das Moos, was wir hier vorübergehend erstmal nach unten gepackt haben, nach da oben. Und dann machen wir hier unten auf dieser Höhe hier so, machen wir auch noch einen durch. Ist eigentlich ein bisschen unnötig, aber auf Safeness. Und dann haben wir's. Sind wir erstmal fertig für heute hier beim Thema. Das, ja, also die Folie ist einen Meter breit und ein Gehweg pro Person soll schon 60 breit sein. Und dann sage ich mal, ist ja einer von den beiden nicht gerade ein schmales Hirn. Nichts gegen ihn, aber ist halt so. Wenn die beide nebeneinander da drunter liegen, da gucken die links und rechts 20 Zentimeter raus. Das ist nix, ey. Ich sag's denn, wenn da noch Wind beim Regen mitkommt, die werden dratschnass. Das hält gar nix. Die bleiben da nicht trocken. Guck mal, allein jetzt schon der Schlafsack, der guckt ja jetzt schon da vorne raus. Lass doch mal da jetzt noch ein bisschen Wind zum Regen dazukommen. Das hält ja nix. Ja, nichts hält das. Die werden dratschnass, sag ich. Thema Shelter. Gut, Freunde, halbe Stunde später. Ja, zusammengebrochen. Das Ding ist jetzt geupgradet. Man sieht wieder, wie immer, nicht so ein krasses Upgrade.
Alter, es sah aus wie zusammengebrochen. Great, aber das sollte jetzt schon sehr, 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 sehr viel stabiler sein. Was? Ich glaube, gerade von innen. Boah. Das ist nicht lang genug. Da guckt doch der ganze Kopf noch raus. Digga, das kommt krass. Sehr, sehr geil. Und da werden wir jetzt die nächsten Tage, haben wir noch zwei Pläne. Einmal, wir werden hier die Seiten... Guck mal, das ist nicht lang genug. Die raffen's nicht. Die raffen's nicht. Kapieren die nicht. Noch upgraden, dass das dazu geht. Genau. Und wir werden auf jeden Fall noch mehr Moos drauf machen, aber das ist eher ein Projekt für am Ende, weil ich glaube, so wichtig ist das tatsächlich gar nicht. Und ganz vielleicht bocken wir das hinten auch noch ein bisschen hoch, um noch mehr Raum innen zu bekommen. True, das haben wir auch überlegt, ob man hier noch so zwei Tripods macht und es dann so hoch macht, aber ja. Dazu die nächsten Tage mehr. Alright, geilo. Okay. Klingt nach einem Plan, aber das Pferd ja komplett von hinten aufgesattelt, ne? Also, hätten wir gleich von Anfang an gescheit machen können. So, Leute. Also, ganzen Tag hier weiter probiert, Fische zu fangen. Nix. Das Problem ist halt wirklich, hier sind auch nicht so viele drin, hat man das Gefühl. Das Angelnetz hat sich einmal verheddert, jetzt habe ich es wieder reingeballert, jetzt bleibt's da. Andere Seite. Wir haben den Wolf getroffen. Aber weißt du, wovon ich noch träume? Wir haben den Seekopfadler gesehen, gell? Ja. Aber weißt du, wovon ich noch träume? Ich will einen Bär! Ich will einen Bär! Ich will's! Sag ehrlich, du hast jetzt auch Bock. Sascha, ihr wisst, Sascha immer Angst vor Bären, Bären, Bären. Vom Wolf. Wolf, die Angst hast komplett abgelegt, ne? Ja. Weil wir haben ihn gesehen, Auge um Auge. Ja. Wir haben ihn in die Augen geschaut. Das war ein unfassbares Erlebnis, wirklich. Er ist wirklich unfassbar. Wahnsinn. Und er ist nicht mehr gekommen. Der steht da. Ich will den Bären. War schon Sascha, kleines. Es ist schwer. Okay, er kann kommen. 2 Stunden vor Abfahrt. Wenn der Bär kommt, ich sag euch, was passiert. Angenommen, da vorne steht der Bär. Dann seht ihr, da vorne steht der Bär. Der gar keinen Bock, wenn der da steht. Gar keinen Bock hätte ich da. Den würde ich gar nicht gerne sehen wollen. Am Arsch, Alter. Der zerfetzt dich, wenn er Bock hat. Aber ich weiß jetzt nicht, wie groß die da sind in der Region. Eigentlich, weiß ich nicht, so eine Insel? Ja, ich weiß ja nicht, ob die auf einer Insel sind. Siehst du mich so? Naja, genau. Das ist der Erste, der rennt. Das ist so ein Großmaul, Alter. Das ist so ein... Da würde ich es mir echt wünschen. Nicht, dass der irgendwie, dass dem was passiert. Aber ich würde es mir wünschen, dass er mal gejagt wird. Dass er mal so ein paar Meter wegrennt und um sein Leben schreit wie eine Pussy, Alter. Das würde ich gerne mal sehen, ob der wirklich macht, wenn der wirklich kommt. Bam! Sascha mit Bärensprechen in der Hand. Bisteppert! Bisteppert! Hey, beide Bisteppert! Das machen wir. Wir stellen uns direkt zusammen. Hey, Bär, ho, Bär, 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 hey, Bär. Immer näher kommt, immer lauter. Hey, Bär, ho, Bär, 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 hey, Bär. Das ist hier nicht einfach Seven vs. Wild für uns. Survival und irgendwas. Das ist irgendwie, ist das diesmal die Reise zu uns selbst. Über was wir alles sprechen. Über das ganze Leben, wo man hin will noch. Was man alles schon so gemacht hat. Was eigentlich der Sinn ist. Ich glaube, für uns beide beginnt danach irgendwie ein neuer Lebensabschnitt. Ja, für die beiden, da passiert viel mehr. Ich glaube, bei jedem... Nur die anderen nehmen es nicht so wahr. Und ich glaube, bei den beiden ist noch mal intensiver. Die haben auch eine gewisse Verbindung durch die anderen Teile. Und ich glaube auch, da passiert viel. Kann echt sein. Kann echt sein, wirklich nach der Nummer. Kann echt sein. Wichtig ist die Message für euch zu Hause. Es geht nicht um Geld. Es geht um tolle Momente mit tollen Menschen. Das ist es. Und gutem Essen. Und gutes Essen. Hör mal auf dieses Meerschau. Oh, ey, es hat keinen Wert hier. Es ist heute so störrisch, es sind auch keine Möwen da. Wunderschön, oder? Guckt euch den Sonnenuntergang an. Wahnsinn. Da jetzt noch ein bisschen wärmer. Oh, ich freue mich schon wieder so auf die schönen, warmen Tage. Wenn der Frühling kommt, morgens wird es früher hell, abends wird es später dunkel. Oh, das ist so schön. Die Vögel zwitschern. Die zwitschern auch anders.
Im Moment sind die abgefuckt. Die haben keinen Bock. Die hocken da. Böp, 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 böp. Die haben ganz wenig Kraft. Oh, oh, oh. Hocken da. Schnappeln ein bisschen rum. Picken hier, picken da. Aber für die ist es jetzt auch schwieriger, ne? Keine Fangzeit. Ich hoffe, ihr kommt gut in den Tag oder in die Nacht, wann auch immer ihr diese Folge seht. Fühlt euch von uns gegrüßt und geküsst und umarmt. Klappe zu. Haben gerade aus Versehen eine Reuse gebaut. Ups, hoppala. Hoppala. Wir werden das Ganze mal ausprobieren. Ob das klappt, ist die andere Frage. Kreativ. Geil. Just for fun. Aber guck, und das meine ich, im Gegensatz zu Trimax und so, die bauen was zum Jagen. Die machen zwar auch sowas, die bauen was, aber wollen damit einen Fisch fangen. So, ja. Die anderen machen das aus Spaß. Und da ist ein Jagdinstinkt, der finde ich tausendmal besser. Da sind die Mädels, finde ich, weiter. Die denken da ein bisschen schlauer, weil wenn die halt was fangen, die haben schon Krebs gehabt zum Beispiel, ne? Diese drei kleinen Fischchen. Hammer. Geil. Die machen was. Die sagen nicht einfach, ich finde hier eh nichts, das geht hier sowieso nicht, sondern die probieren es. Legen einfach rein. Jetzt da so ein Korb geflechtet, Äste reingemacht, dass die Fische sich da verfangen. Gut, ob das geht, ist die andere Frage, aber vielleicht können wir ja noch ein paar Netze reinmachen oder sowas. Cool, kreative Sache und die probieren es aus. Finde ich hammergeil. Das ist fun, muss man auch mal machen. So, wir sind wieder am Waldzugang und kloppen jetzt die ein oder anderen, wie sagt man, Äste ab. Und Taxus Baccata. Hanna wieder ganz stark. Die Eibe, sogenannte Eibe, Taxus Baccata. Die roten Früchte, die Kerne von den roten Früchten. Dann stirbst du. Ein Kern reicht, du krepierst. Oder vergiftest dich richtig hardcore. Und ich glaube, wenn du so geschwächt bist wie die, stirbst du. 2-3 Kerne, auf jeden Fall tot. Aber aus dem Fruchtfleisch, aus den roten, wird sogar Gelee gemacht. Also kann man sogar essen. Aber die Kerne, tot. Deswegen nie die Früchte essen. Kinder davon fernhalten. Ich räume ganz brav hier einfach. Das Holz ist aber schön. Schönes Holz, Zedernholz. Eine alte Eibe, Entschuldigung. Schön, schönes Holz. Die Äste hin, um mich nicht zu verletzen. Denn alles, was ich bisher in die Hand genommen hat, hat mir wehgetan. Aber ey, du hast gerade auch aus Versehen das Messer weggelegt. Eibe piekst aber nicht. Lassen. Ja. Aber in die andere Richtung, passiert immer. Ich bin gespannt, wie es den anderen geht, ob die sich schon verletzt haben. Ja, Sascha. Das passiert so schnell. So, Hanna sitzt da hinten in dem selbstgebuddelten Loch und filtert nochmal ihr abendliches Trinkwasser. Und wisst ihr, ich liege hier gerade im Bett, la 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 la, und guck nach oben und zur Seite und guck mal, wie geil das hier aussieht. Echt. Ja, wie wenig Dach ihr eigentlich habt. Wenn es da mal richtig regnet, seid ihr am Arsch. Tanne. Ich wollte Tanne und Hanna gleichzeitig sagen. Hanna hat eben hier die Tanne nochmal gegengestellt. Richtig geil. Schön. Aber sieht schön aus. Schön in stinkenden Geruch. Schön, diese verschiedenen grünen Pflanzen. Sieht fast aus wie, ist doch gerade so Trend, feiere ich voll, diese grünen Wände. So ein Stück grüne Wand oder eine komplette Wand voll mit Grünzeug. Hammer. Richtig geil. Gibt's ja auch wirklich. Hersteller oder sage ich eher schon fast Gärtner, die das wirklich anbieten, die sich nur darauf spezialisiert haben, so wirklich echte lebende Wände in so Wohnungen, Häuser und so weiter, Office, Büros reinzubauen. Echt geil, mit Bewässerung und allem drum und dran. Von meinen Motorradschuhen heute an meinem Gesicht, da fühle ich mich wohl. Aber das sieht echt schön aus. Dann. Vom heutigen Tag gibt es meinerseits eine gute und eine schlechte Nachricht und eine sehr gute Nachricht. Ich habe nämlich ein Freundschaftsarmband bekommen. Und die schlechte Nachricht meinerseits ist, dass ich voll am Zittern bin. Also mir ist einfach irgendwie viel, viel kälter als an den anderen Tagen. Ja, heute ist aber auch kälter. Ja. Also wenn man so um die Ecke geht, alle, wo unsere Bucht ist, Alter, da geht's ab. So hohe Wellen heute. Ja. Also es ist echt krass und die brechen da immer an den Kanten. Also wir sind hier echt in unserem kleinen Safe Space, wo nichts passiert. Es ist echt voll krass, wenn man da um die Ecke geht.
Echt schön. Und auch heute, nachdem wir hier so gebaut haben, ohne Witz, die Deko, ich weiß nicht, die macht's irgendwie. Für mich, ich fühle mich jetzt doppelt wohl mit den Tannen links und rechts. Jetzt ist richtig so ein Wohlfühlort. Wenn unsere Politiker so weitermachen, dann sitzen wir bald alle so da. Hoppala, was ist denn jetzt passiert? Du Scheiße. Ort, und jetzt kann man hier gut noch 8 Tage weiter chillen. Und die gute Nachricht von mir ist, dass ich finde, dass Tag 6 sich unfassbar schnell angefühlt hat. Also, doch, jetzt ohne Witz. Also heute... Gar nicht. Krass. Nee. Echt nicht? Nee, also bis so zum Mittag oder so schon, dann hat die so ein Tief und jetzt aber, ja. Keine Ahnung, irgendwie durch dieses ganze Flechten und... Mir hat die Sonne heute so zum richtig Aufwärmen gefehlt, glaube ich. Das kann gut sein, ja. Und ich war einfach hype, weil ich da meine 2 Schnüre geschnürt habe. Und ich so, oh, das genau. Macht so Spaß. Es hat so lange gedauert, dass auf einmal die Zeit weg war. Und jetzt ist es einfach schon Abend. Aber ja. 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 Wir gehen jetzt schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Hä? Irgendwie geht die Folge hier so, fühlt sich so lang an. So, Tag 6, letzter Flip der Woche. Deswegen gibt es von mir einen Good Night Flip. Hat er vorher schon geübt? Alles gut? Passt doch. Ich sag ja Good Night. Nur einen halben. War das jetzt bewusst oder war das? War bewusst. Wirklich? Ja, war der gute Nachtflip. Ich wollte immer kurz schlafen legen. Ja, also ich dachte, er ist gefallen, aber Gott sei Dank nicht. Alles gut. Ja, der Good Night Flip beschließt die erste Woche hier auf der Insel mit Joey. Und ich hatte ja vorhin schon mal angedeutet, als ich diesen Baum gesägt habe, wie frustriert ich war. Danach habe ich mich lange Zeit hingelegt und tief nachgedacht und man merkt es nicht. Weil immer, wenn ich in der Kamera rede oder nach einem Flip, geht es mir sehr gut. Da habe ich einfach Bock. Das liebe ich. Ich liebe die Stimmung. Ich liebe das Flippen, also Parcours. Und ich liebe es einfach zu moderieren oder Stimmung halt zu machen, weißt du. Aber dieses Ganze hier rumharzen, Hunger haben, was bauen, das ist halt auch überhaupt nicht meins. Das schlägt mir hier zwischen dem Film schon ganz schön doll auf den Magen. Mach mehr Vlogging. Und halt auch vorüber. Und mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin sehr, sehr hyped morgen, wenn wir hier morgen aufwachen und den 7. Tag haben. Das macht mich schon sehr, sehr happy, aber ein paar Gedanken, die ich heute hier zwischenzeitlich hatte, die machen mich alles andere als happy. Und die will ich eigentlich nicht haben. Das geht wieder weg. Nicht bei einem Spaßprojekt, also Unterhaltungsprojekt oder was auch immer. Also klar ist mehr dahinter, glasklar, aber ja, da muss ich jetzt mal eine Nacht drüber schlafen und dann gucken. In diesem Sinne sage ich gute Nacht oder was hier. Wieder von San Francisco. Dem poetischen Platz mit Lene und Tisch. Schon schön. Schöner Sonnenuntergang auch und alles. Ja. Bis morgen oder was? Krass, schon viel Fläche da. Der erste Nacht mit Tür. Ja. Geil. Immer ist die Türe zu. Cool. Das ist doch schwer. Geil. Ja, wir haben eine kleine, wir haben ein bisschen eine Tür. Wir haben ein bisschen Zoom-Barrikadier. Die Wand hier ist noch nicht fertig, aber das ist schon geil. Ja, und oben auch noch nicht ganz. Ja, ja. Was haben die anderen denn? Was denkt ihr, wie behaglich sich das anfühlt, wenn du auf einmal so eine Tür noch hast vor deiner Hütte? Ist schon geil. Schon cool, dass man so bauen kann alles, ne? Ja, schön. Mit dem Grün da oben. Könnten wir auch mal neu machen. Sieht richtig schmucke aus. Keiner wird eine fucking Tür haben. Stimmt. Wieso können wir überhaupt eine Tür? Wir haben das noch nie gemacht. Noch nie. Eine Tür gebaut. Noch nie. Wir sind so Gamer, die haben sich so ein Video reingezogen auf dem Flug hierher. 20 Survival-Tipps. Und dann ist da irgendein Spanier, der da irgendwie Holz betoniert und so ein Scheiß. Und dann haben wir so ein Ding gesehen und fertig.
Ja, es kommt wahrscheinlich ein Sturm. Der nähert sich einem Gewitter mit Blitzen. Wir stehen nur auf, wir stehen nur auf diesem, Treibholzast. Das ist. Gleich sind die auf dem Meer draußen irgendwo. Darauf basiert unsere Konstruktion quasi von dem ganzen Haus. Aber der wiegt auch eine halbe Tonne. Der wiegt eine halbe Tonne, aber wenn hier ein Sturm kommt und eine dicke Welle, kann es schon mal sein, dass die den wegspült. Ja. Wenn, wenn dieser Stamm wegspült, alles zusammen. Dann reißt das Tarp um. Dann fallen wir ins Wasser, dann reißt das Tarp. Wir sind im Schlafsack. Im Schlafsack falle ich ins Wasser. Oh nein, dann muss ich ja schnell aufmachen. Dann kriegen wir einen Schock, Alter. Dann wird der Knopf gedrückt. Dann tue ich auch wieder. Aber wenn jetzt alle sechs Monate so eine Pazifik-Ultrawelle kommt, ist es schon sehr unwahrscheinlich, dass das unter zwei Wochen kommt. Ja. Wir verabschieden uns. Ja, mal gucken, ob da noch was kommt. Gute Nacht, Leute. Schlaf gut. Bis morgen. So schön, ey. Irgendwas ist anders. Irgendwie geht's länger. Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zu Tag 7. Wir hatten eine sehr gute Nacht. Der Blitze und Donner hat sich gelegt, bevor es Festland erreicht hat. Es hat trotzdem sehr stark geregnet. Wir sind aber unglaublich trocken geblieben. Das wird mittlerweile sogar richtig heiß in unserem Shelter. Die Luft steht hier drinne, gerade zu zweit. Mücken kommen auch nicht mehr rein. Matratze ist toll. Also es ist schon fast unfair, dass wir hier einfach ein Haus hingezimmert haben. Wetter ist heute ultra geil. Wie es zumindest losgeht. Echt schön. Und wir werden heute, weil es uns so wurmt, im Sumpf zu sein. Und egal in welche Richtung wir gehen, da ist kein Sumpf mehr. Und wir einen Fisch suchen wollen. Ein Süßwassersee oder Fluss, gehen wir so weit in die Richtung, wie wir noch nie gegangen sind. Das machen wir eigentlich jeden Tag. Jeden Tag gehen wir in eine Richtung, so weit, wie wir noch nie gegangen sind. Das Team hat gesagt, wir sollen aufpassen, wenn wir die Steine klettern und so. Risiko, macht das nicht, gerade wenn ihr nicht viel gegessen habt und die Konzentration schlecht ist. Aber der Spot fuckt so ab. Wir würden es ja auch machen, wenn wir hier mit einem Flugzeug oder mit einem Boot gestrandet sind. Und dann würde ich sagen, geht's los aufs Abenteuer. Und morgen habe ich Geburtstag, what the fuck. Krass. Ich glaube, ich würde es hinkriegen, mir 1000 Orte vorzustellen, wo es geiler ist, Geburtstag zu feiern, als hier zu zweit. Stimmt's? Ja. Ich könnte 1000 aufzählen, machen wir später, wir haben ja Zeit. Wenn wir wieder Mittagsschlaf machen und hier 2 Stunden rumliegen, zähle ich 1000 Orte auf. Leute, macht euch bereit für ein Abenteuer. Das machen wir nur für euch. Ist gelogen, das machen wir auch für uns. Aber wenn man schon mal hier ist, will man auch da hinten die Natur sehen und wir suchen halt ganz doll Fische. Ganz doll Fische. Oder einen geileren Fluss. Ein Fluss, der nicht braun und heiß ist. Das wäre geil. Ja. Das wünsche ich mir. Einfach einen Fluss unter. Das Wasser ist nicht so weit weg, ne? Also wenn da wirklich nachts die Flut kommt und da kommt wirklich mal so ein Sturm, würde ich an denen ihrer Stelle aber ganz schön Muffesausen kriegen. Weil guck mal, da hinten die Balken, also die Stämme, die sind jetzt auch nicht viel weiter weg, ne? Und irgendwann wurden die ja auch mal dahinter getrieben. Boah. 37 Grad Celsius, das wäre geil. So toll. Ne? Voll das Beschissene ist, wir wissen halt nicht, warum der Fluss so heiß ist. Weil es ist hier ja überall kalt. Warum ist das Moor so warm? So, wir brechen auf. Auf die größte... Mehr Mikroorganismen im Erdreich. Die größte Wanderung, die es bei Seven vs. Wild in allen 3 Staffeln bisher je gab. Das ist hier schon als Tagesmarsch angesetzt. Nehmt euch ein paar Bären. Wenn wir alle sind, machen wir einen Powernap im Sand. Guck mal, die haben echt einen ganzen Fluss da. Jo, das ist schlecht. Guck mal, ich würde den mal langlaufen, Alter. Sag mal. Guck mal, da vorne kommt man ans Meer. Guck mal, rechts, seht ihr das? Hier ist das Meer. Das Küste. Und die sind immer hier durchgelaufen. Also wenn die vielleicht hier lang gelaufen wären, kommen die vielleicht hier vorne irgendwann sowieso ans Meer. Und hier sieht es ja gechillter aus, lang zu laufen. Ja. Team Rentner hat sich erholt. Wo bin ich? Was mache ich? Und jetzt wird weiter am Shelter gebaut. Wir haben folgendes Problem. Es regnet komischerweise immer nur nachts. Ich weiß auch nicht. Es war eigentlich insane doll, aber es regnet halt. Und unsere Beine, man sieht es auch so ein bisschen gerade. Sag ich doch. Viel zu kurz. Sag ich die ganze Zeit. Die gucken hier mal so ein Stück raus.
Jetzt der Twist aber. Wir nutzen gerade hinten noch nicht die komplette Range von unserem Tarp und allgemein von unserem Shelter. Deswegen hat Dominik die Idee gehabt, finde ich übel geil, dass wir nochmal zwei kleine Tripods bauen, so ähnlich wie hier vorne. Und dann quasi das Ding hier so ein Stück hochbocken. Dann können wir weiter reinrutschen und dann sollten wir trocken bleiben. Das heißt, wir werden jetzt, ich denke mal, wir brauchen so drei richtig lange Stäbe organisieren. Aus zwei davon machen wir drei kleinere Stäbe wiederum, bauen dann ein paar Tripods und aus der dritten Stange, die legen wir drüber und dann legen wir dieses ganze Ding drauf. Dann wird es einfach so hochgehoben. Das Ding ist, das ist halt alles ein bisschen wackelig und wir müssen das dann hier so hochheben. Ja, so. Aber eigentlich soll das gehen. Schauen wir mal. Ja, das Gewicht verlagert sich dann ja und hoffentlich sind die längst, ich nenne es mal Balken, das sind eigentlich nur Ästchen, stark genug, um das alles zu halten. Ne? Mit dem Moos und mit den zusätzlichen Ästen und so. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es gerade in der Mitte zusammenbricht. Aber schauen wir mal. Bin gespannt. Die Brühe, die wir vorhin gemacht haben, war unfassbar scheiße. Also wir haben dann auch irgendwie die letzten 200 Milliliter mal aktiv weggekippt. Also das war wirklich richtig räudig irgendwie. Das Fett hat ist so irgendwie ist so einzeln gewesen und Bro, es war so ekelhaft. Ich muss kotzen, wenn du das erzählst. Boah. Ja, es war echt ekelhaft. Also ich weiß nicht, ob wir nochmal Brühe machen. Wir schauen mal. Also ich glaube nicht erstmal. Aber ja. Okay, wir fangen an. Let's go. Als erstes müssen wir jetzt mal die drei Bäume, die drei Äste aussuchen, die dann geteilt durch zwei 6 ergeben und die dann wiederum 2 schöne Tripods ergeben. Das ist jetzt wichtig. Ja, Mann. Was ja. haben wir denn hier? Die Bäume in unserer Gegend, wisst ihr schon, überrascht mich. Sind notorisch beschissen. Es ist immer auch spannend an sowas, an so einer Serie, nenne ich es jetzt mal, ist ja eine Serie, wie sich die Leute auch entwickeln. Ja? Vielleicht lernen die jetzt was dazu und im Moment wird das jetzt doch noch ganz positiv am Ende. Bin ich mal sehr gespannt. Überlegt, ob wir vielleicht den hier oben. Ich bin halt auch eine Meckerfotze, das gebe ich ja zu. Und das kann ich super. Aber ja, irgendwo andererseits gebe ich den Leuten dann schon eine Chance. Meckern heißt ja nicht gleich, dass man auch alles scheiße findet. Ich meckere halt gern. Oh. Taxus. Alte Eibe. Könnte man machen. Okay. Ja, ist schon ein Jonker, ne? Ja, nehmen wir mal. Ja, wichs den mal ab. Einfach mal so ein Baum fällen. Guck mal, rechts der Dicke nebendran hat fast keine Äste mehr. Das heißt, da müsste man weniger sägen. Klar, der hat mehr Durchmesser, aber der ist halt auch stabiler, ne? Das ist halt was Gescheites. Auf Chili. Und der hat kaum noch Äste. Als Freund, ich sage euch. Und der ist halt tot. Ehrlich, diese Säge, die wir dabei haben hier, diese... Jetzt müsste eigentlich der Kameramann, Reese, der müsste jetzt eigentlich schon drücken, weil die Säge, die verklemmt sich jetzt, weil der Taxus sich auf, also die Eibe legt sich jetzt auf das Sägeblatt und jetzt wird es voll schwer zum Sägen. Er müsste jetzt nur ganz leicht drücken und auch nicht sich daneben dran stellen, sondern mit einem anderen kleinen Ast kann man so leicht drücken. Und dann ist nämlich das Sägeblatt entlastet. Dann kann der viel einfacher sägen. Der quält sich jetzt voll einen ab. Wetten? Einfach Handsäge ist super geil. Unsere Handkettensäge fuckt mich ultra ab. Ja, wir haben noch so eine dabei, haben die anderen Teams wahrscheinlich auch, die man so ziehen kann. Ja. Die haben wir fast gar nicht. 1000-mal besser. 4-5 Züge, das kleine Ästchen ist durch. Da hätten sie locker den rechts, den Toten, der viel dicker ist und viel stabiler ist, den hätten sie ruckzuck durchbekommen mit dieser Kettensäge. Ich benutze die so scheiße. Also nee. Entweder haben wir da... Ihr habt keine Ahnung, wie man die richtig nutzt. Das ist es nämlich. Also ein falsches Modell. Da sind nämlich kleine Keile, so kleine Mini-Äxte drauf und die ziehen nur in einer Richtung das Holz. Modell mitgenommen oder ich weiß nicht was, aber mit der kriegst du nichts runtergesägt. Klar. Das macht gar keinen Bock mit der. Sieht man ja bei den anderen. Geht voll gut. Baumfeld! Wow! Baumfeld. Wundervoll. Dominik Reetzmann, die langsamste Säge Deutschlands. Ja.
Aber ich bin ja nicht die Säge, die gesagt hat, oh, ich kann nicht mehr. Okay, dann noch den Wichser hier hinter uns. Boah. Geil, Musik. Ich bin gespannt, was passiert. Den mach ich wieder. Boah, Digga. Was denn? Schwindel. Boah. Er kommt von unten hoch, hat sich gerade angestrengt. Boah, was ist los? Oh, das Aufstehen gerade. Ist naja. Schon aufgestanden. Klar. Wo bin ich ein Rentner? No joke. Ich bin gerade fast so umgekippt. Dafür sitzen wir gerade aufstehen, Digga. Mir war kurz schwarz, Alter. Jesus, wir sind am Arsch. Boah, Bruder, bitte pass auf. Ja, was soll ich denn aufpassen, Mann? Ich muss ja irgendwie schon noch teilnehmen am Leben. Warum so sauer? Nur noch 5 Minuten. Ich hab ja am ersten Tag gesagt, dass das oder das ein richtig geiler Spot zum Klippenspringen ist. Wäre auch, aber geht nicht, aber weil das Wasser ist definitiv nicht tief genug und selbst wenn diese Steine weg wären, wäre es wahrscheinlich nicht tief genug, aber dann könnte man in so eine Art Bauchklatscher wahrscheinlich da reinhechten. Ja, super. Aber so geht das natürlich überhaupt nicht. Geht also leider nicht. Der Spring dich noch rum, ja. Hätte ich gerne weggemacht. Hätte bestimmt auch vitalisiert und alles, aber gut, muss ich wieder auf den Rhein-Herne-Kanal zu Hause warten. Ich habe übrigens kein Auge zugedrückt heute Nacht. Also minimal ab und zu mal gepennt. Es war ziemlich kalt, habe Ultra-Halsschmerzen. Oh je. Yeah. Ja, und die ganze Zeit im Kopf, was ich mir gestern halt für Gedanken gemacht habe. Also ich bin wirklich froh, dass ich so lange geschafft habe bis hier. Aber ich lag da gestern und habe gedacht, Alter, was machst du hier? Verletze dich jetzt irgendwie selber, dass du denkst, du hast eine Verletzung und dann kannst du so hier raus. Und da dachte ich mir, okay, ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch. Krass. Aber check. Hier ist mein Ehrgeiz jetzt erloschen. Oh. Ich bin froh, dass ich eine Woche geschafft habe. Oh, schade. Aber ich habe einfach keinen Ansporn mehr, jetzt noch eine Woche mich hier komplett durchzuquälen. Komm, Joey, mach die Motivationsrede. Das ist einfach die Qual, die ich geil finde. Let's go. Für mich, ich habe jetzt so lange hier gekämpft für mich. Bin da wirklich stolz drauf. Aber nein, nicht. Joey hat da so viel gebaut. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt noch eine Woche mich hier irgendwie durchfoltern sollte. Nein. Dass ich das nicht... Dass das nicht ich selbst bin. Jo, dann ist es halt mal so. Komm, zieh durch, Bro. Kann und will ich nicht gehen. Ich denke mit jeder Aktion, die ich hier mache, okay, das mache ich ausschließlich, damit die Sekunden verstreichen, dass es vorbei ist. Und da sehen wir nicht. Ja, das warum fehlt. Ich bin eigentlich ein Mensch, der voller Lebensfreude ist, voller Stimmung, voller Hype. Ich hab immer Bock. Dann musst du da mal durch, wenn du keinen Hype hast. Let's go. Beiß die Zähne zusammen. Du musst kämpfen im Leben. Let's go. Nicht jetzt musst du beißen. Jetzt musst du erst recht nochmal durchziehen. Come on, Alter. Du machst es für dich. Du machst es, um andere zu inspirieren, zu motivieren. Komm. Let's go. Sei ein fucking Vorbild. Come on. Let's go. Komm. Ich hoffe ja, dass Joey Kelly jetzt eine richtige Motivation-Speech raushaut. Das wäre so geil. Auf alles. Ich gehe die Sachen meistens mit absolutem Vollgas an. Und ich habe hier gemerkt, dass... Vor allen Dingen hier Joey Kelly, Alter. Das wäre doch genau jetzt der richtige Zeitpunkt. Der ist ja der perfekte Mann dafür, weil guck mal, was der durchlebt hat, was der alles gepackt hat in seinem Leben. Der muss doch irgendwie das Mindset mitgeben können. Boah, hoffentlich. All diese Sachen erloschen sind für mich und den Zeitpunkt will ich real zu mir selber sein und sagen, okay, gute Erfahrung, ich habe jetzt schon sehr viel gelernt, auch mit dir, aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich mich nicht mehr weiterentwickle für mich selber, sondern ja, all meine Werte irgendwie verloren gehen innerlich. Und ja, deswegen ist für mich 7 Tage lang genug, vor allem in der Sache, wo ich 0,0 Erfahrung mit habe. Survival und hier so ganz einsam, also mit dir zu sein, das reicht mir.
Du brauchst keine Survival Skills. Ich bin der Survival Skills. Es reicht, wenn einer das kann. Ja. Und ich habe die Erfahrung. Jetzt kommt's, Leute. Seht ihr? Ich hab's gewusst, Alter. Joey Kelly, die Maschine, Alter. Der holt den jetzt. Let's go. Komm schon, Alter. Ich hab diese Art von Geschichten so gemacht. Und deswegen, das ist uninteressant. Und du hast selber erzählt, Jan, ich rede mit dir einfach Klartext. Wir sind erwachsene Leute. Von dem schätzen Arschtritt von dem Oberältesten. Und das kann der, das macht der. Der hat schon so viel durchlebt, Joey Kelly, Alter. Der hat sich selber schon so hart überwinden müssen. Das kann sich keiner von uns vorstellen, Alter. Der ist Märsche gelaufen, der ist das härteste Motivationstier, was hier rumläuft. Also wenn es einer schafft, jemanden zu motivieren, dann ja wohl Joey Kelly, Alter. Das ist eine Legende, der Typ. Jetzt schon. Ja, ist auch völlig in Ordnung. Du hast selber gesagt, dass du dich unfassbar freust. Ja. Du hast dich beworben. Ja. Du hast ein Video geschickt, wo alle durch die Decke gegangen sind. Ja. Du bist von 14 Meter hoch gesprungen ins kalte Wasser in der Nacht, wo du alles dunkel. Hä? Alle haben dich gefeiert. Fritz Manicke hat gesagt, er ist es. 90% haben gesagt, er muss kommen. Ja, richtig. Ja, bleib da, Junge. Zieh durch. Come on. Du bist stark. Jawohl. Jan, let's go. Woo. Seven versus Wild Teams. So, das war's gewesen mit Seven in the Wild. Ich hoffe, euch hat meine Reaktion gefallen. Und wenn euch meine Reaktion gefallen hat, dann würde ich mich über ein Abonnement freuen und gerne auch einen Kommentar und ein Gefällt mir. Schaut auch gerne auf Instagram vorbei, da seht ihr, was ich so täglich mache als in meinem Alltag als Rollstuhlfahrer und auch gerne auf Twitch, wo ich hier gerade die Reaktion gemacht habe aus. Auch gerne mal vorbeischauen, da bin ich eigentlich täglich live, zu unterschiedlichen Zeiten allerdings aktuell. Hab gerade Urlaub, wird sich aber auch wieder ändern, wenn ich arbeiten gehe. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr auch da mal vorbeischauen würdet. Und da könnt ihr auch gerne mal mich unterstützen mit einer Donation, wenn ihr Lust habt. Und ansonsten, würde es mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder am Start seid. Haut rein und macht's gut. Ciao, Kakao. Tschüssli Müsli und San Francisco. Oder bis bald, Rian.